Und Studio Link sollte auch starten. Ja! Jetzt geht's, glaube ich. Herzlich willkommen zur 83. Ausgabe des Mechtel-Techtel-Podcast. Ja. Vergiss nicht, wir haben über 160 Episoden. Wir haben über 160 Episoden laut eines alten Wikipedia-Eintrags, der mittlerweile korrigiert worden ist. Nein, herzlich willkommen zur höchstwahrscheinlich letzten Ausgabe des Techtel-Mechtel-Podcast. Schon wieder. Im März 2024. Man muss immer Monat und Jahr eingrenzen, ein bisschen, habe ich gelernt. Mhm. Ja, wir sind soeben post-Wikipedia. Ich will nur kurz erläutern. Wir haben in der letzten Sendung ja gesagt, wir machen einen Wikipedia-Artikel und der ist vor sage und schreibe 6 Minuten online gegangen und im Laufe der Sendung werden wir jetzt immer wieder in den Artikel rüberwechseln und dann mal schauen, ob er eigentlich noch da ist oder nicht. Ich werde jetzt einmal aktualisieren und noch ist er da. Okay. Ja, ich sag so, das ist jetzt quasi der Test, wie bedeutungslos wir im Internet sein. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir jetzt einen neuen Account mache und in die Diskussion gleich eine schreibt, dass der Artikel eigentlich gelöscht werden muss, weil er absolut keine Relevanz hat. Aber ich will kein Öl ins Feuer gießen. Naja, eigentlich müsste ich selber machen, wenn ich ehrlich schon bin. Aber jedenfalls, ja, natürlich. Das war, warte mal, wo kann ich denn das machen? Nein, lass es. Du kannst mit deinem eigenen Account nicht eine Diskussion beginnen und sagen, wer ist irrelevant. Ich kann da eine Diskussion beginnen. Ja, aber... Also eigentlich sollte ich es wirklich machen. Ich sollte jetzt eigentlich schreiben, okay, das ist komplett sinnlos. Warum ist das überhaupt online? Jedenfalls, weil wir jetzt den Artikel nicht live... also weil wir es uns jetzt nicht... Wir haben es, sag's ehrlich, wie es ist, wir haben es Leuten erspart, sich den Editor anzuschauen, weil er ja elend ist. Genau, aber trotzdem würde ich gerne den Artikel kurz zusammenfassen für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Empfangsgeräten. Und zwar, der Artikeltitel lautet Techtel-Mechtel-Podcast. Äußerst einfallsreich. Danke, Alex. Bitte, das habe ich liebend gern gemacht. Der Artikel gliedert sich in 6 Kapitel. Das finde ich schon einmal allein bemerkenswert, dass es jemand geschafft hat, diesen Artikel in 6 Kapitel zu unterteilen. Aber keine Sorge, es wiederholen sich die Sachen drin. Ja, wenn nichts zu schreiben ist, was will ich machen? Einführung. Der Techtel-Mechtel-Podcast wird von Clemens Kleinlercher und Alexander Schöffmann betrieben und behandelt eine Vielfalt an Themen, darunter aktuelle Technikthemen, Zukunftstrends, Gadgets für Alltag und Gesundheit sowie Bücher, Games und Hörspiele. Der Podcast wird als der höchstwahrscheinlich beste Podcast aus Osttirol beschrieben und zeichnet sich durch eine lockere, informative Gesprächsführung aus. Da würde ich gleich mal mit einer Kritik einhaken. Das ist nicht informativ, ich weiß. Ja, und höchstwahrscheinlich beste Podcast sind wir. Ja, gut, wir haben immer noch das höchstwahrscheinlich dabei stehen. Das steht so auf der Website. Ja, das ist unser Slogan, aber ja, aber ich muss es ja zitieren. Ich neige gern zur Übertreibung. Okay. Der Name ist ein Wortwitz, um damit den Podcast zu beschreiben. Er behandelt Technikthemen in einer lockeren Art und Weise. Alex, da muss ich nochmal was korrigieren. Ja, bin ich gerade dabei. Deshalb wurde der Begriff Techtel-Mechtel verwendet. Jetzt gehe ich mal auf den Begriff Techtel-Mechtel und lies aus dem Artikel vor. Nein, mache ich nicht. Geschichte. Der Podcast startete am 13. Januar 2018 und hat bis März 2024 über 88 Episoden veröffentlicht mit einer Veröffentlichungsrate. Da steht 88. 88. Da steht 80. Ja, eben. 80, über 80 Episoden. Ja, ja. Freudscher Versprecher. Mit einer Veröffentlichungsrate von etwa 2 Episoden pro Monat. Etwa. Im Dezember 2019 ist ein Artikel in der kleinen Zeitung Osttirol Abschnitt erschienen. Format und Inhalt. Die Gastgeber Clemens Kleinlercher und Alexander Schöffmann diskutieren in einer lockeren Atmosphäre über ein breites Spektrum an Themen. Da muss ich jetzt noch wirklich mal einhaken. Gell? Die Episoden, haben eine, Episoden haben eine durchschnittliche Länge von etwa 2 Stunden, was tiefgehende Diskussionen ermöglicht. Der Podcast ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter
der eigenen Homepage, Spotify, Apple Podcasts, YouTube und weiteren Quellen. Gastgeber: Clemens Kleinlacher und Alexander Schöffmann bringen beide ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen im Podcast ein, was zu einer reichhaltigen und vielseitigen Diskussion führt. Zusätzliche Mitwirkende wie Peter Hafler, Intro Outro, und Christoph Manocredo, Intro Outro, haben das Intro und das Outro für die Episode erstellt. Wortwiederholungen, Sätzen 5. Na wurscht. Das passt schon. Du. Bedeutende Episoden und Gäste. Das ist jetzt gut. Bedeutende Episoden und Gäste. Konkrete Informationen zu bedeutenden Episoden oder besonderen Gästen wurden nicht gefunden, jedoch deckt der Podcast eine breite Palette an Themen ab, von Technik-Use über Gadgets bis hin zu kulturellen Kommentaren. Eigentlich müsste man schon einmal das Weihnachtsspecial erwähnen, was wir mit den Gebrüdern B aufgenommen haben. Das könnte man vielleicht noch mit aufnehmen. Ja, aber bedeutend ist es nicht. Man muss das kritisch beschreiben, das Ganze. Ja, stimmt. Rezeption und Kritik. Spezifische Details zur Rezeption oder Kritik des Podcasts sind nicht verfügbar. Es gibt lediglich einige Bewertungen auf Apple Podcast. Dies lässt auf einen nischigeren Podcast schließen. Zusätzlich ist der Inhalt nicht auf Hochdeutsch angesprochen, sondern im Dialekt, was sicherlich für viele einen Kritikpunkt darstellt, da die Verständlichkeit darunter leidet. Schön. Gell? Ja. So, ich habe jetzt nochmal neu geladen und es ist der Artikel noch. Es hat schon jemand außer dir den Artikel bearbeitet. Wer? Der M2K, die Wiki. Er hat einen Einzelnachweis hinzugefügt und Kategorie Podcast hinzugefügt. Das warst du also? Nein, das war nicht die. Das war nicht die. Nein. Oh, wenn der jetzt auch noch aufgenommen wird. Das stimmt, der Artikel ist jetzt Kategorie Podcast zu finden. Ja, schauen wir mal. Okay, wie gesagt. Ich sag jetzt nichts dazu. Wie gesagt. Aber sagen wir so, ich habe mir wirklich. Zumindest steht jetzt nicht mehr dabei, dass er gesichtet werden soll, oder? Bei mir steht es nur dabei. Bei dir steht's aber dabei, okay. Aber warte mal, ich gehe mal in einen anderen Browser. Wohl, da steht es auch noch. Und irgendwas hat er rausgelöscht. Wo siehst du das überhaupt? Versionsgeschichte. Wo finde ich denn das schon wieder? Ah, da oben. Ah ja, da hat ja wirklich ein alter Falter. Okay, lass was aber so stehen. Herzlich willkommen zur 83. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Ich bin wieder der liebe Clemens Kleiner und am anderen Ende der Leitung unser heißgeliebter Alexander Schöffmann. Hallo. Und wir sind immer noch etwas überrascht, dass unser Wikipedia-Artikel jetzt seit gut 13 Minuten öffentlich ist und noch nicht gelöscht wurde. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Also, sagen wir so, wir sind uns einig, wir mögen ja diese Selbstbeweihräucherung eigentlich nicht. Nein. Es geht wirklich darum, wir wählen offiziell am Beweis haben, wie irrelevant wir eigentlich sein. Und das ist das Einzige, worum es uns geht, ja. Richtig. Also, wenn der angenommen wird, haben wir uns eigentlich selber enttäuscht. Ja, das heißt, dann sei man nicht mehr irrelevant. Das heißt, wir müssen noch irrelevanter werden. Wir müssen nichts ändern. Es ist dann eh einfach vorbei. Dann sind wir halt erfolgreich gescheitert. Ja. Ja, erfolgreich gescheitert sind wir, aber nur, wenn der Artikel bestehen bleibt. Ja, dann haben wir versagt. Dann haben wir versagt, ja. Also dann können wir sagen, scheiße. Ja. Gut. Er ist immer noch da. Geschlagene 14 Minuten mittlerweile. Eieieiei, ist das gut. Fang einfach mit deinem Thema an, was mit. Sonst reden wir einen ganzen Podcast lang über einen Wikipedia-Artikel. Ja, das wird heute noch öfter zur Sprache kommen. Ullala.
Gut, mein erster Beitrag heute. Es geht gleich los mit den ersten Tests fürs MacBook Air 15, also für das neue MacBook Air mit dem M3-Prozessor. Und man ist eigentlich durchwegs recht begeistert von diesem Teil. Ich würde mittlerweile auch sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich für den Großteil das perfekte Einstiegsnotebook von Apple. Ich weiß nicht mehr, ob das mittlerweile nur als Einstiegsnotebook überhaupt bezeichnen kannst. Einstiegspreis 1260 Euro. Ja, ich meine, so, jetzt Man kommt. darf es jetzt nicht vergleichen mit einem 400 Euro Acer oder 600 Euro Na, Asus oder das schon immer, aber um 1259 Euro kauft das eh keiner, weil das hat wahrscheinlich 8 GB RAM, oder? das Einstiegsgerät hat 8 GB RAM und 256 GB So, SSD. sagen wir so, ist wahrscheinlich etwas an der Realität für die Nein, meisten nein, vorbei. jetzt nicht falsch verstehen. Einstiegsgerät im Sinne von, ich benutze es zum Browsen, zum E-Mails lesen und für Instagram und Kaka. Ja, dann wäre es aber wahrscheinlich auch 512 GB Speicher brauchen. 256 ist wenig. Also selbst wenn du jetzt ein paar Dokumente, ein paar Fotos speicherst, wird knapp. Ich käme mit 256 GB auch gut aus. Ich trage nicht mein Also das ganzes Leben am Notebook mit. wäre meiner Meinung nach ist das ein bisschen knapp. Und die 8 GB seien halt nicht sonderlich sinnvoll, meiner Meinung. Die 8 GB Arbeitsspeicher. Vor allem, wenn du es länger nutzen willst. Man kann ja für 300 Euro aufrüsten auf 16 GB RAM oder sowas. Ja, aber dann eben, da ist da. Ja, warte mal. Das kann nämlich sein, dass das gar nicht so einfach geht. Wohl, glaub schon. Na, jedenfalls, worauf ihr eigentlich aus Warte wollt. mal. Also, natürlich ist es, hat es die niedrigsten Specs Tja. und, ja? Naja, was witzig ist, wenn du da jetzt nämlich auf 16 GB upgradest, dann haut er da einen teuren Prozessor natürlich rein. Ja, und kostet dann um wie viel mehr? Ich mache es jetzt einmal so, dass ich sage, also dann wäre 1529, wenn jetzt nur 512 GB Speicher nimmst, dann ist er 1759. Ist auch okay. Ja, ist halt schon, dann ist halt der Preis nicht mehr so niedrig. Man muss es über einen ganzen Lebenszeitraum von dem Gerät rechnen. Und das ist ein Gerät, mit dem ist man 5 bis 6 Jahre mindestens zufrieden und hat seinen Spaß. Und das hast du nicht mit irgendeinem Plastikbomber aus der Windows-Ecke. Und verglichen dazu sind die Surface, die hochwertigen Microsoft-Geräte. Jetzt ist ja das Surface 6 oder 5, 6 oder 5 und das Surface 5 Pro vorgestellt worden und die bewegen sich preislich genau in derselben Liga. Ah, du machst den Surface 9. 9, okay, 9 ist es, Das, ist du neu. machst den Surface Laptop 5, der ist neu, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, in Ja, Laptop meine obwohl ich, ja. der Surface Laptop ist schon, also der ist etwas billiger. Der mit dem Intel-Prozessor. Der mit dem Intel-Prozessor sogar, ja. Ja, okay. Also der kommt da sogar, was mittlerweile brutal ist. Oder haben Sie einen Surface Laptop 6 vorgestellt? Es ist ein neuer. Es ist ein komplett neuer. Weil du kriegst derzeit nämlich ans. Also, der ist Ich vorgestellt. Der ist noch nicht, ja, im okay. Handel. Er kommt im Sommer. Na, okay, weil du kriegst in Surface Laptop 5 kriegst du derzeit mit 16 GB RAM, 512 GB SSD und dann Intel Core i5. Ja, nein, es ist der Sechser, der Sechser. Ja, weil den kriegst du im Moment um 1299. Mit Was? wie viel RAM? Mit 16 GB RAM, 512er SSD und dann i5 der 12. Ja, Generation. das ist auch das Vorgängermodell. Und jetzt hat Microsoft die neuen Genau, das ist das vorgestellt, nämlich Vorgänger. ein Laptop 6, die Surface 10 Pro. Und da sind die ersten Preise, gehen eher so in die Richtung mit eben genau auf dem Level, wo sich Ja, jetzt das MacBook Air also. bewegt. Normalpreis war von den 5er jetzt auch 1729 gewesen. Wo man allerdings sagen muss, das wäre im Moment gar kein schlechter Deal. Wie gesagt,
die Geräte schenken sich, also ob es jetzt ein Surface ist oder ein MacBook Air, die zielen beide eher auf die gleichen Zielgruppen ab, die was ein schlankes, leistungsfähiges Notebook haben wollen, mit guter Laufzeit. Die zielen beide auf eine Gruppe ab, die Performance haben wollen. Und beide zielen sich auf die gleiche Gruppe ab, mit dem nötigen Kleingeld, um die Teile auch zu kaufen. Also sowohl preislich als auch technisch sind die Teile auf ähnlichem Niveau. Was ich ja jetzt eigentlich beim Air eingehen wollte, es war beim Vorgängermodell mit dem M2 ein bisschen die Kritik, dass der Prozessor, also dass das Kühlsystem, also das MacBook Air ist ja komplett passiv, gibt es ja kein Lüfter. Ja, wobei ich ja immer sagen muss, hau doch einen kleinen Lüfter ein und lass ihn halt nicht ständig laufen. Also bei meinem Pro den Lüfter höre ich nur in Ausnahmefällen. Aber jedenfalls hat man auch ein bisschen das Kühlkonzept, also im passiven Kühlkörper, ein bisschen überarbeitet, beziehungsweise das Kühlsystem ein bisschen überarbeitet. Er schafft ein bisschen länger auf maximaler Leistung zu bleiben. Es wird halt dann relativ schnell, es wird dann heiß und taktet dann aber. Der M3 hat aber trotzdem ein bisschen, sagen wir so, im Grundspeed mehr Performance, dass das jetzt bei ganz normalen Anwendungen ist Throttling absolut nicht ins Gewicht fällt. Problematisch wäre es eher so bei Spielen, wo der Prozessor länger auf Volllast läuft und da die Grafikeinheit, da wird man keinen Spaß haben, weil das wird dann ein paar Minuten gut gehen und dann fängt es ruckeln und stocken an. Im normalen Betrieb wird man nie ein Problem mit Throttling haben. Im Es ist normalen so. Betrieb bringe ich mein Pro nicht einmal dazu, handwarm zu werden. Also, ich sage normalen Betrieb. Jetzt kämen noch so Spezialfälle, wie dass man eine Stable Diffusion drauf laufen lassen will oder ein Whisper laufen lassen will für unsere Untertitel zu den YouTube-Videos, beziehungsweise auf unserer Podcast-Seite eben, das war die, wie nennt man das? Untertitel, ja, Untertitel. Audio Description. Also, wenn solche Hardware-fordernden Anwendungen laufen, dann ja, wird man auch mit dem M2, M3 MacBook Air ja nicht das Maximale aus dem M3-Prozessor rausholen, sagen wir so. Das wird es Der nicht schaffen. Schnitt, es ist aber vermutlich für die meisten Anwendungen auch eigentlich egal, weil nun drosselt da halt die Leistung ein bisschen hinter. Ja, eben. Das, Also. wie gesagt, im normalen Alltagsbetrieb wird es nicht auffallen. Ich finde Es ein passives System trotzdem nicht ideal. Na, das ist ja auch Absicht natürlich, weil sonst hätte ja das Pro-Modell sonst hätte es ja keine Grundlage. Ja gut, beim Pro-Modell kämen ja noch zusätzliche Anschlüsse dazu. Das schon, aber natürlich der Lüfter ist halt da natürlich schon ein Kaufargument dafür da. Für mich ist es schon ein Argument. Erstens, im normalen Betrieb merkt man es nicht und wenn man ihn hört, nachher aus gutem Grund, nämlich Ja, ist schon, weil na, die ist klar, Hardware ist. einfach Kühlung braucht. Ist vollkommen Was jetzt beim klar. M3 MacBook Air jetzt noch dabei ist, man kann jetzt zwei Monitore anstecken, nicht nur einen, also zwei externe Monitore nutzen. Was ziemlich cool ist, für jeden, der Spaß an einem Multimonitor-Setup hat, so wie ich, also mindestens zwei Monitore dazu hängen will. Von dem her, Ja, du musst aber aufpassen, du glaube ich musst dann den Laptop zuklappen. ja, genau. Weil er kann nicht mehr, also es geht im Moment Du nicht mehr. kannst zwar externe Monitore zubestecken, aber Dann muss ich den der Laptop-Screen ausschalten. Laptop-Screen war für mich ein Argument dagegen. Aber Ich kann nicht mehr, ich habe das Problem persönlich nicht, weil ich habe meinen Laptop-Screen und einen externen Monitor. Und das reicht mir eigentlich. Aber das ist. natürlich reicht es und ich könnte auch damit arbeiten. Nur wenn man mal eine gewisse Zeit so eine Arbeitsweise gewohnt ist mit drei Monitoren, also Notebook-Monitor und zwei zusätzliche, dann ja, dann genießt man das halt. Ja, das ist okay. Ja. Das verstehe ich. Ja, es kann es halt nur immer nicht. Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob das so schnell passieren wird, dass es das kann. Man muss ja irgendwo eine Limitierung haben für die Ja. Einstiegsprodukte unter Anführungszeichen. Ja, es kann ja die Pro-Variante auch nicht. Wohl. Kann das 3-Displays? Ja, du kannst über ein HDMI-Porter-Display ansteuern, einen Monitor über ein USB-C und Bist du sicher? ich nutze es jeden Tag. Echt, kann der das mit? Das habe ich gar nicht gewusst. Wohl. Ich mache das. Ich mach, der ist auch auf 2 limitiert. Na. Ah, Ich okay. weiß gar nicht, was da die Limitierung ist. Jedenfalls bei mir im Büro habe ich per HDMI in einen normalen Full-HD-Monitor angesteckt und Ja. über USB-C auf DisplayPort, mit einem USB-C auf DisplayPort-Kabel habe ich meinen 4K-Monitor angesteckt. Ah, okay, Und ja, gut. das Notebook bleibt aufgeklappt. Ja, dann ist es halt eine weitere Unterscheidung Ja, natürlich. genau. Ich weiß gar nicht, was das Maximum ist, was rausfällt an Monitoren. Aber einmal Full HD und einmal 4K, jeweils 60 Hz geht zumindest bei mir ohne Probleme, ohne dass ich das Display zuklappen muss. Oder das Notebook zuklappen muss. Also es hat hin. Okay. So viel dazu. Also MacBook Air, also pff. Ja, es ist immer noch so ziemlich der nahezu günstigste Einstieg in die Apple-Welt, wenn man sich Ja, gut. Ja, gut. wenn man sich es, ich glaube das 14er, das kleinste 14er ist immer noch das günstigste, ich glaube mit knapp 1000 Euro. Ist 13 Zoll, meinst Ist du? 13 Zoll eher, ja genau. Ja. Ja. Es glaube ich, Das. es geht teilweise für unter 1000 Euro weg. Ja, wenn einen guten. Also, ich muss sogar ganz ehrlich sagen, ich glaube sogar für den Normalgebrauch kannst du die M2-Variante nach wie vor noch kaufen. Beziehungsweise die M1-Variante kostet sogar 849 Euro. Ja, also kannst du sogar Ist das dann überlegen. 4 Jahre alt, so mal. Ja, Ne. ist aber für, wenn es Leute zum Surfen brauchst. Ja. Und für ein paar Geschichten sonst wäre es relativ sinnlos. Und die 13,6 Zoll M2-Variante 1039. Ja, Ja. Also es gibt das ist. noch günstigere Versionen, aber so, sag mal so, was auf der Haben-Seite, auf der Seite dagegen ist, andere Hersteller sind günstiger. Auf der positiven Seite, im Normalfall hat man doch 5 bis 6 Jahre Spaß mit dem Gerät. Ja, es ist jetzt natürlich so, ich würde jetzt nicht, also das kommt eh noch später in der Folge, nur mal wegen einem Prozessor brauchst du wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr dann in der Zukunft auf Apple wechseln, weil es kommt jetzt auch im Windows-Bereich dann Ja. was Neues. Also das kommt später noch, aber also das ist eigentlich wahrscheinlich in der Zukunft kein Wechselgrund mehr. Weil lange, ich meine, der Vorteil ist natürlich die lange Akkulaufzeit. Das war natürlich das, was das Das Totschlagargument war ist bisher. ja. Aber das wird sich in Zukunft dann ändern. Das stimmt. Ja, das ist das. Dann gehe ich ja gleich weiter, weil du gerade bei Apple noch warst. Und ja, Apple ist in anscheinend Verhandlungen oder Gesprächen mit Google, dass Gemini die quasi die AI-Plattform für Siri wird. Also Apple möchte Gemini in die Apple-Welt integrieren, also in die Geräte für die ganzen KI-Anwendungen. Das haben wir in der letzten Folge eh erwähnt. Das Gemini ist die kleine Variante, gell? Na, das ist jetzt schon die große. Ah, das ist die große. Das ist die große, ja. Da bin ich aber gespannt, wie das dann funktioniert, weil Apple will ja eigentlich immer alles on-device laufen lassen. Ja, das müsste ja wahrscheinlich sogar möglich sein. Aha. Also, man, ich weiß nicht wie, weil ich habe noch was anderes die Woche gelesen, dass Apple auch mit einer chinesischen Firma in Gesprächen ist. Aber ja, wir werden es dann eh erst wissen, wenn es soweit ist. Okay, bin Aber es gespannt. gibt auf alle Fälle einmal da die Überlegung, dass da Apple auch was machen möchte.
Kurzer Zwischenstand zur Wikipedia-Artikel. Das war da wichtig. Das war mir jetzt wichtig. 30 Minuten online. Es gibt die nächste Bearbeitung. Ja, es gibt einen Löschvorschlag. Echt? Ja, Begründung, spezifische Details zur Rezeption oder Kritik des Podcasts sind nicht verfügbar. Dargestellte Irrelevanz. Von einer IP-Adresse. Okay, wo sieht denn das? Da muss ich auf Lesen gehen. Spezifische Details zur Rezeption oder Kritik des Podcasts sind nicht verfügbar. Das heißt? Das werden wir dann herausfinden. Minuten, gell? Ja? Ja, ja, 31 ja. Minuten. Ja, noch ist er nicht gelöscht. Es hat ja nur jemand vorgeschlagen. Yeah. Nicht schlecht. Vor allem mich wundert, ich habe zuerst gedacht, das bist du. Na, na, so eine lächerliche Sache kann ich mir nicht aus der Nase, so eine lächerliche Begründung will ich mir nicht aus der Nase ziehen. Ich würde einfach sagen, ist ein Scheiß, das hört sich keiner an. Ist absolut irrelevant. Das wäre für mich eine logische Begründung. Ja. Schauen wir mal, ist ja wurscht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu einem. Zum Zhao King. Zhao Xing KX7000. Was ist denn das? Chinesischer CPU-Hersteller. Und wir haben ja schon öfter in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer mal so drüber berichtet, dass ja die Chinesen natürlich unabhängig werden wollen vom Westen und da natürlich x86-Prozessoren brauchen und bauen und entwickeln. Bislang waren die ja in den Kinderschuhen. Tatsächlich sollen die jetzt einen Prozessor veröffentlicht haben, der jetzt auf Zen 2 Niveau ist. Das heißt, das ist die Vorgängerversion der Akt. Nein, nein, die Vorgänger. Der Also. ist sechs, das ist die 6 Jahre alte CPUs. Genau. Also auf sechs, auf dem Niveau von 6 Jahre alten AMD-CPUs, was schon einmal gar nicht so schlecht ist. Vielleicht einfacher zum Einordnen, das ist so auf Niveau von eines Intel Core i3 8. Generation. Ja. Was jetzt? Ja, das ist halt, sagen wir Für so, das ist halt die Alltagsge. i3, ist halt so die kleinste i-Version. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Eben. Das reicht für den Alltagsgebrauch wahrscheinlich vollkommen aus. Das heißt, Office-PCs kann man zur Genüge eigentlich mit dem Prozessor ausstatten. Wenn man das möchte, ja. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was der für ein Motherboard braucht. Das ist wieder eine andere Frage. Ja, natürlich. Davon braucht man, glaube ich, gar nicht reden, dass die nochmal Weil ich wüsste wieder. jetzt, weil was der für einen Sockel verwendet, weiß ich nicht. Eben. Also äußerlich soll es ausschauen wie ein LGA 1700, aber ob der jetzt kompatibel ist zu AMD oder Intel Chipsätzen, ist wieder eine andere Frage. Möglich, das ja, aber glaube ich eher nicht. Das heißt, die müssen auch eigene Boards, eigene Chipsets und so weiter rausbringen. Was möglich ist, ist DDR4 und DDR5 und integrierte Grafikeinheit soll zumindest direkt X12 Level schaffen. Ja.
Bleib abzuwarten, ist immer wieder spannend, was das China gibt. Also von dem her, sie haben. Mich wundert aber wirklich, dass die nicht eigentlich diese X, dass die nicht gleich auf Arm setzen. Ach, gibt's schon auch. Ja, eh, aber mich wundert, dass sie sich nicht darauf mehr konzentrieren. ARM-CPUs aus China gibt es schon lange. Die werden ja teilweise in günstigen Smartphones verbaut. Also. Ja, richtig, aber da wäre halt natürlich richtig Potenzial für sie drin. Jein. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns die x86-Entwicklung in den nächsten Jahren anschauen. Wenn die von der Energieeffizienz her aufs gleiche Level kämen, langsam wie die ARM. Und sie sind ja auf dem Weg dorthin. Also die Architektur, was sie jetzt haben, dass sie auch High-Performance-Kerne, Low-Performance-Kerne und also High-Performance-Energiesparkerne und Low-Performance-Kerne, das haben ja jetzt die AMD und Intel-CPUs ja teilweise schon. Vor allem auch Haben die sie Intel, ja. vor allem auch die jetzt die aktuell vorgestellten Intel-CPUs, die was ja da jetzt in dem Surface Laptop 10 und Surface Pro 6, Surface 6 Pro verarbeitet werden oder verbaut werden, die kämen ja schon mit drei teiligen Prozessoren. Also einer für die volle Power, ein paar für die feinen Hintergrundtasks und ein paar für Low Performance, die was einfach so das Werk am Laufen halten. Und ich glaube, mit dem Ansatz werden Intel und AMD jetzt ARM auch wieder ein bisschen gefährlicher werden, was die Energieeffizienz angeht. Also ich würde jetzt x86 noch lange nicht abschreiben. Ich weiß es nicht. Ich warte zuerst einmal ab, was da jetzt passiert, weil wahrscheinlich angekündigt ist immer schnell viel. Das schon, das Ich schon. sehe wahrscheinlich, ich möchte es dann immer einmal Aber in ich der sehe das jetzt ja auch ein Realität. bisschen aus AMD und Intel-Sicht und abschreiben würde die ja über kurz oder lang noch, bei weitem noch nicht. Naja, sagen wir so, die haben natürlich den Vorteil, theoretisch könnten sie ja auf ARM wechseln. Ja, aber. Also könnten sie schon ARM machen. Ja, aber warum nicht mit der aktuellen Architektur bzw. mit der Plattform weiter? Warum nicht? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo, das kann ich jetzt selber auch nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wo die Grenze der x86-Plattform liegt. Also ob es da irgendwann mit diesen Dingen, ob die da an eine Limitation stoßen, was jetzt so die Energiesparsamkeit ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, mit x86 kannst du eine deutlich größere Bandbreite an Nichtleistung oder Leistung abbilden wie mit ARM. Also du kannst die x86 extrem sparsam betreiben. Das Du kannst du kannst die natürlich. x86 aber auch mit extrem viel Power ausstatten, als Saugsäule 250 Watt, aber sind jeden ARM überlegen. Ja, Auch Apple ARM. gut, wir haben noch nie einen Arm auf die Wattzahl gepusht. Ja, gut, Mac Studio kommt schon so in die Richtung hin. Ja, richtig. Und ich meine, es ist halt das, man muss jetzt bedenken, weißt du, jetzt ziehen wir das Thema vor, weil ich würde jetzt sagen, das passt nämlich dazu mit den Snapdragon jetzt an. Ja. Weil es gibt ja jetzt das erste Mal wirklich so Benchmarks zu den Qualcomm Snapdragon X Elite. Und das ist ja ganz schön vielversprechend im Moment. Also die sind da, die haben ja so, mittlerweile sind die schon. Single-Core, Multicore in Geekbench, die liegen so mit einem Ryzen 9 Con, die sind ein bisschen vorne sogar. Also ist ein Ryzen 9 APU, das ist, dass man es auch fair vergleicht, also das ist der Chip, der eine Grafikeinheit drauf hat. Also ist die, also sie haben da jetzt in einem Fall verglichen mit dem 7940 und 7945 Ja. und der Top-Prozessor ist beim Single Core ein bisschen vorne, also da hat der Snapdragon 2574 und der Ryzen 9 7945 hat 2727 Single Core-Punkte. Multicore ist der Ryzen 9 natürlich noch vorne, also da hat er 15.623 zu 12.562.
Was wir jetzt aber schon eigentlich gar nicht schlecht finde, ist, dass der Snapdragon halt jetzt quasi die erste Generation von oder von wirklich von D-Arm-Chips ist, die so performant von Snapdragon sein, auch von Qualcomm. Und ich bin sogar, ehrlich gesagt, sogar mehr als überrascht, dass die wirklich jetzt so einen Sprung gemacht haben. Also, weil es geht von 12 Watt bis 80 Watt. Also, das 12 Watt ist ohne Lüfter. Und haben halt dann auch unterschiedliche Ausgestaltungen. Also, sie haben natürlich da, sagen sie jetzt natürlich die Top-Variante. Ja, klar. Aber das ist schon nicht ganz schlecht, was die da mittlerweile abliefern. Also wir reden jetzt natürlich von Laptops. Also das ist jetzt einmal, das ist jetzt einmal ein klassischer Ja, Laptop-Chip. ja, ja. Ja, ich sehe da gerade bei Notebook-Check ein bisschen die Gegenüberstellung. Also der M3 Max mit 16 Cores. Und der M3 Pro mit 12 Cores, die sind immer noch schneller. Richtig, also das ist aber, Aber es, ja, also wir kämen da jetzt schon ist in eine jetzt, Richtung ist hin. jetzt 9%. Ja, in Cinebench ist dann schon ein bisschen ein Unterschied. Hast du wieder einen Unterschied, ja. Ja, ist jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt sage, oh nein, jetzt, das geht gar nicht. Da hast du im Geekbench Multicore hast du nachher auch noch die Übergegenüberstellung mit einem Threadripper Pro. Ja. Der ist halt nahezu doppelt so schnell, ist halt nachher auch wirklich ein Desktop CPU. Richtig, aber du siehst ja selbst da, dass der Apple M3 Max mit 16 Cores nur 4000 Punkte dahinter ist. Ja. Was nicht einmal jetzt, ich meine, der AMD Ryzen Threadripper, das ist halt das absolute Top. Ja, Also, das ist der halt, absolute das ist halt Top-Prozessor, mega da drum, gibt es nichts drüber. ja. Der hat halt da 350 Watt Leistungsaufnahme im ungünstigsten Richtig. Maximalfall. Richtig, das baust eher nicht in einen Laptop ein. Und der M3 Max bei den 78 Watt. Vor allem, wir müssen halt jetzt auch eins realistisch betrachten. Der Threadripper kostet bei Geizhals, das billigste Angebot ist 10.174 Euro. Ja, das ist halt der High-End-Workstation-CPU. Das ist. Ja, okay. Also, Stimmt. und das war sie, also um das Geld kauft er wahrscheinlich mit den Qualcomm Snapdragon insgesamt vier Laptops Ja. über die Zeit. Ja, das wird Also sauer. hat mir jetzt selber mal gefallen, dass Qualcomm da wirklich jetzt was rausgebracht hat, was konkurrenzfähig ist. Weil man hat es ja lange nicht gewusst, wie das jetzt dann abschneiden wird. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass da jetzt auch mehr Konkurrenz wird. Vor allem, dass das jetzt auch, weil das kommt jetzt sicher in die Surface-Reihe dann auch rein, der Chip. Und in anderen Notebooks. Und das ist dann schon was Feines wieder. Weil dann hat man auch in der Windows-Welt definitiv die Auswahl. Dann geht es jetzt nachher nur noch um Softwareangebote in der Windows-Welt. Aber das ist gleich, ja. Das ist natürlich, ja, das wird dann hoffentlich auch noch passieren. Man, natürlich, die Sache ist Wenn sie es so sauber hinkriegen wie Apple mit dem Rosetta 2, wo sie halt nicht. Windows, der Unterschied ist, Windows emuliert ja. Also ja, richtig, aktuell ja. emulieren die ja. Rosetta bei Apple funktioniert aber anders. Die DOM nicht direkt emulieren, die sind da viel direkter verzahnt mit der Hardware. Das ist jetzt nicht wirklich eine Emulation, das ist eher eine Übersetzung, ein Interpretieren von x86, also vom Code für x86 optimiert, der wird einfach übersetzt auf ARM. Aber ein MacBook tut dir keinen x86-Prozessor vorgaukeln, sondern es wird halt eins zu instant übersetzt.
Und unter Richtig, Windows funktioniert richtig. das ein bisschen anders. Da wird eine Applikation vorgegaukelt, das war ein x86-Prozessor drin. Und damit ist die ganze Sache halt nicht sonderlich performant. Also wenn Sie das auf Windows-Seite vielleicht auch noch ein bisschen mehr unter Kontrolle bringen und optimieren können, dass die x86-Anwendungen nachher ähnlich flott laufen wie native, Ja, dann wird das Hammer. wünschenswert wäre natürlich ja, dass auch in der Windows-Welt das passiert, dass auch irgendwann die ganzen Anwendungen quasi für ARM-Prozessoren noch umgeschrieben werden oder zur Verfügung Ja, gestellt werden. das ist sowieso. Das wäre natürlich dann der Idealfall. Und das kann dann schon passieren, wenn das Ganze eine Relevanz hat und eine Marktdurchdringung. Weil gerade im Laptop-Bereich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte eigentlich nichts mehr anders als einen ARM-Chip da drin haben. Das Weil ist korrekt, ja. ich sehe einfach, es hat für mich nur Vorteile. Weil diese Akkulaufzeit, also das hat noch kein x86 hingebracht. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Und das, ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft so schnell möglich wird mit den Dingen. Vor allem, man muss ja das bedenken, ich kann mit meinem Notebook auch Spiele spielen. Das ist ja das Nächste. Ja, Naja, limitiert, aber ja. klar, ich meine, das ist jetzt natürlich, der Mac ist da beschränkt, aber ich kann StarCraft 2 ohne Probleme in hohe Details spielen. Ja, natürlich, ja, sicher. Ich kann auch andere Spiele laufen auch drauf. Also wo ich sagen muss, wenn es zur Verfügung gestellt wird, hat das Ding schon Leistung. Ja, eben, es ist das Zusammenspiel eben von der Grafikeinheit und vom Prozessor selber, ja. Richtig. Und man natürlich muss es auch zur Verfügung gestellt werden, nativ. Und dann macht das Ganze schon relativ an Spaß. Und da hast du jetzt unter Windows eben nachher ist auch bei Windows dann genau dasselbe Problem. Manche Hasch Spiele natürlich, ja. werden nicht laufen, weil es ist eine Adreno-Grafikeinheit Ja. und eben keine AMD oder Nvidia Das ist vollkommen oder richtig, ja. Intel-GPU. Das ist Also. richtig. Das heißt, man hat es ja bei der Intel-GPU auch gesehen, am Anfang, wie die rausgekommen ist, die hat ja auch Probleme gehabt. Ja, die haben wohl immer noch Probleme, aber ja. Obwohl sie haben jetzt, glaube ich, sogar wieder einen neuen Performance-Patch rausgebracht und Ja, haben nochmal mehr Leistung. sicher. Sie sehen ja wohl dabei, das zu optimieren, weil sie wollen auf dem Markt ja ein bisschen was absahnen, ist klar. Und das ist, wäre natürlich dann bei Qualcomm halt genau das Gleiche. Was aber eben in Summe für alle super wäre, weil es halt zusätzliche Konkurrenz ist. Das heißt, auch wenn du dann leih einen Einstiegs-Laptop kaufst, hast halt einfach mehr Optionen. Definitiv, ja. Und das finde ich dann prinzipiell nicht schlecht. Gut. Als wenn wir zu der Zeit hinterdenken, wo es in Laptops nur Intel-Chips gegeben hat. Schau mal auf unseren Wikipedia-Artikel ganz kurz. Er ist immer noch zum Löschen eingereicht, das hat sich bis jetzt nichts getan. Aber echt hammermäßig, du hast um 21 Uhr veröffentlicht und um 21:18 Uhr war der Löschantrag da. Also die sind schon flott, ja. Aktiv. Gut, ich weiß es nicht, wer das jetzt entscheidet, ob das gelöscht wird. Die Admins. Weil irgendwie, ich meine, natürlich, das kann ja jeder einreichen, dass der Artikel gelöscht wird. Aber schauen wir mal, ob er dann gelöscht wird. Ich meine, ich glaube schon. Also ich gehe stark davon aus, dass er gelöscht wird. Dann ist ja alles gut. Warum, wenn er online ist, nachher. Da Dann muss haben wir Panik versagt. kriegen. Ja, eben, ja, da muss Spanisch kriegen. Ja. So. Dann Bikim i, weil wir gerade bei Grafik waren,
passt das jetzt Hui, eigentlich heute ist das ja sehr technisch. als der Übergang auch ganz gut. Es gibt eine Radeon RX 7900 GRE, also Golden Rabbit Edition. Die Grafikkarten gibt es jetzt seit ein paar Monaten. Die ist eigentlich zuerst einmal hauptsächlich für den asiatischen und dafür den chinesischen Markt ausgekommen, so als kaufkraftbedingt günstigere Einstiegsvariante. War teilweise über Importeure, aber trotzdem ganz normal bei uns im Handel erhältlich, halt zu überschaubar geringen Stückzahlen, ist aber jetzt momentan ja normal, also in normalen Umfang zu haben. Und es stellt sich außer, dass AMD mit der ja einen prinzipiellen Glücksgriff geschafft hat, nämlich die ist flotter als, also teilweise flotter als eine RX 7800 XT, wo so die oberste Schwelle, nicht ganz oberste Schwelle, aber schon die obere Schwelle der AMD-Grafikkarten darstellt und ist deutlich günstiger zu haben. Was kostet der Spaß? Die ist momentan, und ich habe jetzt letzte Woche geschaut, weil ich definitiv mit der spekulierte, ist, um die 550 Euro zu haben. Jetzt müssen wir mal reinschauen. Boah, das ist, aber Budget-Grafikkarte ist das auch keine. Nein, 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 nein. Es ist ein das ist eine High-End-Grafikkarte, aber zu einem Mittelklasse-Preis. Budget ist das nicht. Das ist jetzt keine Einstiegsgrafikkarte. Na okay, ja, das stimmt. Ja, das ist keine Einstiegsgrafikkarte. Und wenn ich das jetzt vergleiche, warte, ich schaue jetzt mal kurz nach, weil ich schauen will, genau schauen will, wie meine heißt. Dann können wir uns gleich einen Vergleichsbenchmark anschauen. Kurz. Ich habe das RX 6000. Das steht da nirgends. Wow. Schau, ich weiß nicht, was ich für Grafikkarte habe. So schlecht bin ich vorbereitet. Du, das. Wo finde ich denn das unter Windows? Hardware-Geräte-Manager. System, Displays. Schreibe einfach Geräte-Manager rein, Grafik. Da in die Suche. Geräte-Manager. Okay. Wie geht denn das unter Windows? Geh auf Suche, schreib Geräte-Manager rein. Device, ich hab's alles auf Englisch. Device Manager heißt das da, okay. Ja. Ich habe eine 6600, genau, passt. Dann habe ich es eh richtig gesehen. So, jetzt würde ich das gerne wieder zumachen, ohne dass ich was anderes zumache. Eine RX 6600 versus CRX 7900 Gray. Und ich habe ein Budget, ich habe quasi eine Einstiegsgrafikkarte, gell? Also. Du hast eine Einstiegsgrafikkarte, ja. Einstiegsgrafikkarte. Und man muss schon sagen, also die GRE ist 80% schneller. Ja gut, ich meine, kostet ja das Doppelte. Doppelte, ja. Also effektiv 80% schneller und dann bei den unterschiedlichsten Anwendungen 99% schneller, 126% schneller. Ja gut, das ist jetzt natürlich, ich meine, es wäre traurig, wenn es langsamer wäre. Ja. Die Sache ist halt immer das, für was brauchst du die Grafikkarte? Fürs Spielen. Naja, kann deine nicht alles in Full HD darstellen? Doch. Mit hohen Details? Abhängig vom Spiel. Also sagen wir, zum Großteil hohe Details. Abhängig vom Spiel. Ja, man weiß nicht, ich stelle mir jetzt vor, in Helldivers wird es wahrscheinlich nicht alles auf hoch zusammenkriegen. Ich spiele gerade Talos Principle 2 auf ja. 1080, also am Fernseher auf 1080 volle Details. Ja. Und bin nimmer auf 60 Frames flüssig unterwegs. Ja, 60 Frames wäre wahrscheinlich ein paar Einstellungen runter dran müssen. Eben, um das geht's. Und ich habe. Ich mein, es ist jetzt natürlich die Frage. Also Full HD mit volle Details und 60 war mein Ziel und da war die 7900 GE eigentlich perfekt.
Da weiß ich aber gar nicht, ob wirklich so, unter Anführungszeichen so viel Geld ausgeben muss. Leider doch. Ich bin man. Es gibt zwischendrin immer viel. Weil, wenn ich mir jetzt um 250 Euro den Nachfolger von meiner kaufen würde, lege ich einfach 250 Euro für 10%, 20% mehr Leistung hin. Ja, du kannst natürlich deine alte verkaufen. Ja. Also, die Sache ist nämlich das. So. Ah, ich habe das übrigens jetzt mit meiner falschen Grafikkarte verglichen. Die GR, ich habe die 6600 XT ausgewählt gehabt. Nein, nein, also die GRE Warte mal, ist durchwegs doppelt bis dreimal so schnell. warum ist denn jetzt die teurer als die XD? Wer? Die da jetzt, die RX 6600, Ja. ist teurer als die Die sind 6600 XD. schon outstock. Das ist. Ah, okay, das ist, weil jetzt haben wir auch die. Da gibt's. Da, das sind jetzt die vereinzelten Händler im Wunschpreise. Ah, okay. Ja. Das. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt da auch zum Beispiel auf die Vorgängergeneration, auf das 7.700 gehen würdet, Was ist, die ich meine, ist, die wäre ein bisschen schneller, aber kostet X7.700. X7.700. Die war ein bisschen schneller und kostet ja, gut, 430 okay, Euro. das ist dann relativ uninteressant. Eben, bei mir wird sich's auszahlen, durch einen höheren Invest doppelte Leistung rauszuholen. Die Sache ist, was kannst du mal eine 3060er von Nvidia nehmen? Ja. Ich weiß leider nicht, was die kostet im Moment. Das ist die andere Frage. Weil die könnte da nämlich schon ausreichen. Ich will kein Nvidia. Ja, 300 Euro. da würde ich meine, okay, wenn du jetzt so eine Präferenz hast für AMD. Ich habe keine Präferenz für AMD, ich habe nur keine Präferenz für Nvidia. Ja, gut, das ist, ich meine, den kommst du nicht aus, irgendwie ist eh wurscht. Und AMD ist auch nicht viel besser in der Hinsicht. Ja, aber auch in dem Fall muss ich sagen, da würde ich jetzt für Nvidia 300 Euro zahlen. Zwar 86. Ich Wenn nicht bin. die Originale von Nignims. Ja, ich bin jetzt da bei Geizhals. Ich habe da Ja, jetzt ich weiß. einfach. Ich habe da gleich gesehen, 286 Ich oder muss, was weiß ich was. wenn, noch gleich eine mit 12 GB RAM, VRAM, weil eine 8 GB Variante will ich nicht haben. Und noch ein bisschen bei den 300 Euro. Ja, ich würde, wenn eh gleich die mit drei Lüfter nehmen, ne? Ja, eben. Dann Wenn nimmst sie du halt, Platz dann hast. bist du auf 316 Euro. Für eine Vergleich. Grafikkarte, die aber halb so schnell ist wie die GRE. Ja, man, gut, du zahlst halt allein ein bisschen weh, du zahlst natürlich weniger. Aber das ist halt die Frage, das muss man eh selber entscheiden, was an der Spaß wert ist. Ja, jetzt legst du 200 Euro drauf, noch hast du die GRE. Also du zahlst nicht Ich einmal das meine, Doppelte, du zahlst nicht einmal das Doppelte für die doppelte Leistung. was ich halt nach wie vor arg finde, wenn du denkst, für die Grafikkarte kannst du da PS5 kaufen. Ja. Das finde ich nach wie vor, das finde ich echt arg im Moment. War das bei Grafikkarten jemals anders? Ja, die waren schon einmal billiger. Ich weiß nicht, zu 3DFX-Zeiten habe ich für eine Na, also das. 3DFX-Grafikkarte 3000 Euro gezahlt. Weil zum Beispiel jetzt Schilling. haben musst, weil du musst ja sagen, so bei der 10er und bei der 20er Serie von Nvidia, da haben wir ja die meisten so 1070er, 1080er gekauft, 2070er, 2080er, weil es so günstig war. 2070 war nie wirklich günstig. Ja, aber im Vergleich zu jetzt haben schon. Na, 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 Ich meine, ich weiß nicht, ob du da die Preise siehst. Bis dahinter. kann leider nicht den kompletten zeitlichen Nein, weil Verlauf anschauen, aber. die waren schon echt günstiger. Also das war schon, weil das war einfach eine Zeit, wo du halt sagen kannst, ja, da ist das irgendwo in einer Relation gestanden. Aber mittlerweile muss ich ja sagen, zu dem Preis von der Grafikkarte kannst du ja ganze PCs zusammenbauen. Ja, aber die sind halt nicht spieltüchtig. Naja, man, nicht spieltüchtig, das ist Ja, so, das ist so. du kannst Fortnite drauf spielen, ja. Gut, Fortnite, ja, das kannst du bald einmal auf irgendeiner Möhre spielen. Ja, eben.
Das kann ich auf mein Smartphone spielen. Eben. Also, ich finde das im Moment schon. Ja, klar, im Moment Also, wahrscheinlich die. was ich mich zurückerinnere, war die zwar gerade die 2070 nie wirklich günstig, Warte oder? mal, Nvidia 2070 RTX Preise. 2070 Preise. Ah, RTCX. warte mal, da war die Price History. So. Also, vom Februar 2020. Warte mal. Wann ist denn die rausgekommen überhaupt? Stellen wir mal die Frage. Also, Wann ist denn die rausgekommen? Warte mal, da gibt es ja sicher einen Wikipedia-Artikel. Brave stellt mal da kurze Zusammenfassung zusammen und ich sagen, also aktueller Preis, Durchschnittspreis ist für die 8 GB Variante um die 199 Dollar. Die Gigabyte GeForce RTX 2070 hat einen durchschnittlichen Preis von 59.000 Dollar. Okay, das ist natürlich Blödsinn. Das ist ein bisschen ein Blödsinn, ja. Also, das Problem ist, ich komme nicht weiter hinter, weil die ist 2018 rauskämen. Ja. So. Ich komme, glaube ich, aber nicht so weit retour. Also, ich Also, habe bis jetzt ich habe nicht. da jetzt gerade eine Price History Average für die 8 GB Variante. Im Februar 2020 war die um die 500 Dollar. Ja, gut, da war genau das mit Covid. Eben bis Das 2021 ist die noch ein aufgeschossen auf knapp 900 Dollar, genau während da, sie jetzt auf das das Niveau überfallen ist mit knapp 200 Dollar. genau das ist ja das ist ja das Riesenproblem, was mir mit Grafikkarten, was generell mit Grafikkarten passiert ist mit Covid, ist ja dann dieser Chipmangel gekommen und dann sind diese ganzen Scalper dazu gekommen Ja. und das von dem Niveau zehrt ja jetzt nach wie vor Nvidia und AMD, die haben sich, das ist ja, war ja für die quasi das Beste, was passieren kann, weil dadurch haben ja Grafikkarten seiner sündhaft teuer geworden. Ja, klar. Und auf das Niveau, wo das vorher war, werden sie es wahrscheinlich nicht mehr hinterfallen lassen oder wollen sie es gar nicht mehr hinterfallen lassen. Das weiß ich nicht, aber ich habe auch, also auf Prä-Covid, also in Erinnerung, dass gerade die 1070er und 2070er doch schon in Preisregionen unterwegs waren, also 500 Euro aufwärts, also nie drunter. Also, Also ich müsste einfach, die ich warte, einzigen, ich was es müsste, warte gegeben mal, hat, waren die 1060 vielleicht noch gewesen. ich frage da mal jemanden, weil der hat da 1070er damals gekauft, wie sie neu rausgekommen ist. Und so wie ich den kenne, hat der keine 500 Euro dafür gezahlt. Weil, nein, weil das wird der nicht, das macht der nicht. Der kauft sich keine 1070er, wenn die neu 500 Euro kostet. Aber ich frage nochmal, vielleicht täusche ich mich ja. Warte mal, machen wir einfach GeForce, wie heißt es? GeForce 1070. Wird da wohl irgendwo eine Tests geben, oder? Review Ja, sicher unten die gibt es die Reviews Tests. geben sie wohl einen Preis an, oder? Ja, normal, ja, das stimmt. Ja, du hast recht. Da, schau mal, Toms Hardware-Artikel von Ich schaue bei 1900, Notebook-Check. na, von 2017. Gaming, bla bla bla. Der ist von 1. Juni 2017. Warte mal da, der hat da. Power Consumption, Noise, Temperatures. Price. Founders Edition. Power Results. Ja, ich finde so Artikel schon fein, wenn sie Pagination haben, aber nicht direkt noch Price search. Ah, warte mal. Da habe ich der MSRP war 469. Wie gesagt, und das ist eine Mittelklasse-Grafikkarte, das heißt, wir Die sind 1070er war die klassische ja eben. Wir sind Mittelklasse-Grafikkarte. jetzt eigentlich mit einer 550 Euro Grafikkarten inflationsbereinigt auf demselben Level.
unterwegs. Du hast recht, ja, das stimmt, da gebe ich dir jetzt recht. Und das sind immer so um das Niveau um. Also so 450, Dann haben wir, 550 okay, Euro. dann nehme ich es zurück, dann haben wir uns da eigentlich eh wieder eingependelt. Das sind die Mittelklasse-Grafikkartenpreise. Das Einstiegs ist das einzige, das große Problem, was wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben, war, es hat keine Einstiegsklasse gegeben. Ja, die, ja Das gut, hat diese, es hat keine Einstiegsklasse ja, gegeben. die, das Es stimmt, ja, hat die nur hat es nicht. Mittelklasse und High-End gegeben. Es hat nichts die Einstiegsklasse gegeben. Ja, ich tue hin und wieder zocken, hätte gern 1080 bei reduzierte Details mit 60 Bilder. Die Varianten hat es nie gegeben. Es hat so die Ja, 150 das und ist 200 richtig. Euro Grafikkarte hat es in den letzten Jahren von nicht gegeben, auch nicht von Nvidia. Na, weil es kann, es hat ja wenig Anreiz dafür Ja, gegeben. eben, ja. Aber wer Gamer Also. ist, kauft sich klar Mittelklasse oder High-End-Karten. Gibt es die 500 Euro ausgeben oder die 1000 Euro aufwärts ausgeben. Ja gut, das ist der Sprung, das ist jetzt die 4070 Ti, da bist schon bei 1000er. Ja, eben. Und das ist jetzt genau die Sache, gell? Die 1070 war eigentlich Mittelklasse. Ja. Jetzt ist es die 4070 ist Mittelklasse. Die Ti ist noch eine andere Kategorie. Ti Ja, ist die nochmal Ti flotter. ist, Aber das stimmt. was kostet eine normale 4070? Ja, So, die das ist X jetzt da die Frage. 4070. Ich schaue jetzt gerade bei Amazon nach. Da ist, ja, die Nee, haben die kostet so, schon 550 Euro mal. 600 Euro mal. ja, 600 laut Geiz heißt mir, dass sie es sogar billiger kriegen. Naja, so 553 Ich meine, habe ich da. das Problem ist, ich finde da aber leider Pony GeForce, ich meine, die kenne ich, die, den Hersteller kenne ich nicht. Okay. Und, warte mal, so, Grafikkarten. Ja, die 4070, die Ti, komischerweise finde ich fast nur mal Tis. Ja. Also, Es okay, hatte nehmen noch wir die die. Super-Variante noch Ja, gegeben. genau, die glaube ich ist aber ein Riesenreinfall gewesen. Ja, rein voll. Ja, für, also, dass du das mehr zahlst und Mehr so zahlst, wenig mehr aber Leistung nicht viel mehr hast. Leistung, ja genau. Also von Gigabyte, die 4070 ist bei 579. Okay. Weil es war jetzt der erste Hersteller, wo ich sagen würde, ja, okay, von denen kannst du normal kaufen. Ja, das ist halt immer so die Sache. Also in dem Fall, man muss sich halt da immer überlegen, was man braucht, weil theoretisch kannst du um das Geld, was die Grafikkarte kostet, schon einen Gaming-PC zusammenbauen komplett. Bei einer 1000 Euro Grafikkarte, Mensch. Das schaffst du ja bei einer 500-600 € Grafikkarte. Also Ja, aber der. dass du um das. Warte, lass mich fertig reden. Ja, 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 Natürlich ja. ist es nicht so, dass du dann jedes Spiel in ultra hohe Details Das ist spielen klar. Nein, kannst. nein, das meine Das geht sich nicht aus. ich ja. Das Glück hast du jetzt, dass du um das Geld wieder einen Ja. Gaming-PC machen kannst. Eben in der Richtig. Zeit, wo es nur Mittelklasse und High-End gegeben hat, war das nicht War das nicht möglich. Ja. möglich? Richtig. Und das, ich meine, wir haben da eh schon öfter den an, den, oh, wie heißt der, der YouTube-Channel, der das immer wieder vormacht. Der Kassen, ich vergiss den. Ah, OC Talks. Ja, OC Talks HW. Der baut ja immer wieder ganz nette Gaming-PCs zusammen, die halt dann so bis 700, glaube 700 Dollar ist so sein teuerster PC, den er zusammengebaut hat. Ja, Was man aber da, das war was früher man ein natürlich bisschen Hobby dazu, von mir, ja. ja, was man dazu sagen muss, natürlich, du musst dann Teile auch gebraucht kaufen. Ja, Also, das wäre sonst schwer. Und man muss da auch wieder anmerken, es ist da selbst die Intel-Grafikkarte dann durchaus eine Option ja, bei klar. sowas. Ist ja Weil aber. da muss ich sagen, obwohl sie auch nicht ganz, sie ist auch nicht mehr so günstig, wie sie war. Was kostet die Intel Arc? Ich Nehmen die 3 bis 600 Euro mal, oder? meine, die 750 kostet zwar 49 und die
Die Intel Arc A770 kostet, obwohl ich glaube, der Aufpreis, das zahlt sich fast gar nicht aus, die zu nehmen. Weil die ist dann 389,90 und dann muss man sagen, ja, dann nehme ich gleich eine andere. Ja. Also so, der Sweet Spot ist da die Intel Arc A750 um 249 Euro. Ja, okay. Ja, das. Ist natürlich Einstiegsgrafikkarte. Wer hätte ich? 57 war das jetzt, gell? Die A57, ja. Man ist keine schlechte Grafikkarte, also muss man hinterlassen, ist schon ganz okay. Ja, sie ist schneller als meine aktuell verbaute. Ja, das ist sie. Also userbenchmark.com ist aggregiert Ja. unterschiedlichste Ergebnisse. Also man kann Ja, jetzt, nehmen wir man muss sich so. schon einzelne Ja, Tests ja, ja. durchlesen dazu. Sagen wir so, so Pi mal Daumen. Pi mal Daumen, ja. Pi mal Daumen ist knapp 16 bis 30% schneller. Was ja nicht schlecht ist. Ja. Man, den Ist. Overclocked Score lassen wir mal Ja, weg. den lassen wir weg. Ist ein Jahr später rausgekommen, ja. Aber dann nimmst du jetzt wieder ein 7900 GRE, das Doppelte kostet und. Ja, natürlich. Du zahlst ja das Doppelte dafür. Ja, und dann hast du die doppelte Leistung halt. Ja, ist eh Das, genauso. natürlich, du zahlst das Doppelte, du kriegst ja hoffentlich mehr als das Doppelte, was sonst besser reinfällt. Eben, das ist eben immer die Sache, was man eben haben will. Und wenn es jetzt bei mir. Brauch's jetzt nicht dringend, nur spiele ich halt mit den Gedanken, jetzt die Idee, was ich jetzt da 1,5 Jahr verbaut habe oder ein Jahr verbaut habe, jetzt in Pension zu schicken, weil ich doch draufgekommen bin, dass ich eh deutlich mehr am mehr zock und mehr Spiele zock, wie eigentlich, ja, ich wollte eigentlich einen Gaming-PC, weil ich keine Konsole mehr gehabt habe. Und jetzt merke ich halt, ich kaufe halt doch auch aktuellere Spiele und du das und du das und du das und merke halt mit der Karte, komme ich halt jetzt ab. An ihre Grenzen ein bisschen. Richtig, Ich also ich habe sag so. hab aber früher auch Spiele gespielt mit 30 Bilder, reduzierte Details und Full HD. Also, sag mal, ich bin belastbar. Naja, es ist so, ich sag, das ist jetzt immer natürlich so die Sache. Als Beispiel, wenn du jetzt von der Konsole kommst, da hast du sowieso keine 60 Frames pro Ja. Sekunde. So, der Punkt ist das, natürlich, wenn du einmal den Luxus genossen hast, dass du da 60 Frames pro Sekunde hast, dann tust du es schwer, die wieder umzustellen. Ja, immer. Das Problem ist ja das, es kommt natürlich auch sehr stark an, was du spielst. Da ich zum Beispiel fast keine Shooter spiele, ist es bei mir vollkommen Blunzen. Ja, Shooter spiele eigentlich ja nahezu keine. Also ich weiß nicht, was so deine präferierten Spiele sein, deshalb, das ist so. In letzter Zeit eigentlich nur Rätselspiele. So Talos Principle und Portal Revolution und solche Sachen. Gut, okay, da sind die 60 Frames wahrscheinlich auch wurscht. Naja, aber Talos Principle steuert sich halt wie ein Shooter. Also es ist halt First-Person-Perspektive Okay. und das will man halt in möglichst flüssig haben. Das ist schon natürlich alles. Ja. Das ist schon klar. Also, ja, ist halt einfach, es bleibt halt nach wie Ist eine vor diese Frage. Präferenz, ja. Was ist da der, es geht da darum, was Was ist da da der Spaß Spaß wert, wert? ja. Weil natürlich, du kannst sagen, ja, okay, nach der Logik passt, ich will alles so flüssig als möglich, ja, dann musst du auch 4090 kaufen. Eben. Und dann wird der Spaß halt richtig teuer. Dann brauche ich ein neues Netzteil. Dann brauchst du ein neues Netzteil, dann brauchst du ein neues Motherboard, dann brauchst du eine neue CPU. Na, 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 Motherboard und CPU, glaube ich, also ins Limit vom Zip von der CPU komme ich nicht. Das Bist du haut bei der 4090 das sicher? ja, da bin ich mir schon sehr sicher, dass sie. Also, ich glaube nicht, dass ich Und mit meinem. ich glaube, was du bräuchtest, ja, du bräuchtest wahrscheinlich einen neuen RAM, einen schnelleren. Weil ich glaube, du bottleneckst die da irgendwo mit der 4090 sonst. Ich habe einen Ryzen 5 5600 6-Kerner mit 12 Threads und hohem Takt. Ja, ich weiß, ich meine,
Kann ich jetzt nicht auswendig sagen. Ich Also, muss aber mal schauen, wo ist CPU. Schau mal, wo 4090er, wo ist da das CPU-Limit? ich habe RTX, gell? keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. CPU-Limit. Also ab wann steht da irgendwas? Ach so, nahezu schwer. Steht jetzt eigentlich nirgends was auf die Schnelle, dass do die Was hast du für, wie heißt dein Prozessor nochmal? R5 5600. Ryzen 5 R5600 plus 4090. Achso, so kann man natürlich auch googeln, ja. Warte mal, GameStar hat den sogar zusammengebaut, glaube ich. Bottleneck-Calculation. Ah, da gibt es sogar eine, okay. Ah, ist too weak, okay. Ja, das denke ich mir fast. Also das, ich wäre überrascht, wenn nicht. Es ist jetzt ein Calculator. Also ich weiß jetzt auch Ja, nicht, aber. ich weiß jetzt auch nicht, wie generisch da das Ergebnis ist. Also Aber es tat mich fast wundern, weil die 4090, das ist schon eine andere Hausnummer. okay, also nein, Prozessor. Nice Board brauche ich nicht, aber nein, Prozessor. Ich weiß nicht, was du für ein Board hast, deshalb keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht mehr. Weil ich weiß nicht, ob der neue Prozessor auf das Board draufgehen wird. Naja, Weil da hat ja AMD da nochmal umgestellt. es ist kurz mit DDR5 RAM, sagen wir so, ja. Ja, und dann kannst du gleich sagen, okay, wenn du das schon machst, dann holst du gleich eins mit DDR5 RAM. Ja, eh. Und dann bist du bei 3000 Euro alles zusammen. Na, das ist mir dann wieder nicht wert. Das mache ich damit, das ist halt so die Geschichte. Ja. Gut, so. Wo sind wir stehen geblieben? Wo ist denn überhaupt der Artikel hin? Oder unser Google Docs? Crypto Games. Was? Crypto Games hast du. Ah, danke. Und zwar, das ist ein New York Times Artikel, und zwar auf die Philippinen feiern Crypto Games ein Comeback, und zwar das Spiel heißt Pixels, und da seien viele sozusagen, statt richtig zu farmen, gehen es jetzt Pixel farmen. Auch mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich nicht auf Dauer sein wird, aber damit lukrieren kannst du in den Philippinen mehr verdienen, als wenn du klassisch arbeiten gehst. Ich habe mir dieses Spiel sogar noch einmal nach dem Artikel angeschaut, das ist furchtbar fad. Kannst du mir mal erklären, was das sein soll oder was Also du das, was Krypto damit zu tun hat? Crypto Games, in dem Fall ist es so, stell es dir vor, du kennst ja Stardew Valley wahrscheinlich. Ja. Stardew Valley ist ja ein super cooles Spiel, was so Harvest Moon ähnlich ist. Ja. Und das macht dir ja sogar Spaß. Also da hast du ja Interaktion und sowas. Und jetzt stellst du dir eine ziemlich tote Welt vor, die sehr verpixelt noch dazu ist. Und du machst so einmal am Anfang komplett sinnlose Herumlaufaufgaben und grindest die langsam nach oben, dass du es irgendwann einmal schaffst, vielleicht deine eigene Farm zu kriegen. Ja. Du kannst natürlich auch hergehen, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, du kannst auch ein NFT bei OpenSea kaufen und dort dir quasi ein Farm, also Farmland kaufen. Ist allerdings im Verhältnis sehr teuer, weil das kostet teilweise ein bis ein paar Ethereum. Okay, das ist teuer, ja. Also das heißt, wir reden da von wahrscheinlich, 3000 das Euro sind, aufwärts. ich glaube ja, 3 bis, was weiß ich, 10.000 Euro. Ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wenn du das jetzt durchgrindest, 8 Stunden am Tag das Spiel, wärst du es vielleicht irgendwann schaffen, da deine eigene Farm zu kriegen. Ja, und mit dem Grinden verdienst du Ingame-Währung. Ja, genau, du Und verdienst die Ingame-Währung Ingame-Währung. ist aber irgendein Krypto-Coin.
Nein, das ist gar nichts Nein, Neues. das Das ist ist noch eigentlich gar leider, nichts. wenn du es jetzt irgendwann schaffst, da eine gewisse Anzahl zusammenzubringen, kannst du dir ein Farmland kaufen. Ja. Und jetzt kannst du natürlich irgendwann hergehen und wenn du dieses Farmland hast, dann so, Kannst du das verkaufen? ich habe das jetzt nicht gemacht, ich habe das nicht lang gespielt, weil das das ist wirklich reine Zeitverschwendung. Kannst du natürlich irgendwann hergehen und wirst schaffen, dass du das als NFT dann weiterverkaufen kannst. Um eben den on Ethereum oder mehr. Ja, aber es ist ja der Wurscht. In dem Fall, der Mindestlohn steht da ja sogar drinnen. Der ist often players convert their tokens to pesos, the country's currency, earning around twice the Philippines minimum wage of $11 a day. Das heißt, du schaffst damit halt, das Doppelte zu verdienen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, okay, natürlich, dann so, siehst du das als Arbeit. Ja. Und das ist halt dann für die eine Möglichkeit, sich damit einen gewissen, jetzt unter Anführungszeichen, Wohlstand aufzubauen. Was, ich meine, es ist ja so gesehen, das ist ja komplett abartig und pervers. Ja. Was anderes kann ich dazu eh nicht mehr sagen. Ja, und es wissen auch wahrscheinlich viele, dass das irgendwann wieder crashen wird, aber sie sagen halt dann, ja, ist ja wurscht, dann suche ich mal halt dann was anderes. Ja. Natürlich, klar, ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was mir in so einer Situation machen. Natürlich, wenn dir jetzt die Option gibt, okay, du kannst 8 Stunden oder 10 Stunden in der Sonne arge körperliche Arbeit machen, oder ich sage, ja, spiel 10 Stunden das Spiel, ja, okay. Würde ich vielleicht das sagen, ja, okay, dann spiele ich halt das Spiel 10 Stunden. Ja, aber im Was Endeffekt, schaust du dir da gerade an? Nifty Island, weil es im Artikelangebot erwähnt worden ist. Ja, aber im Endeffekt ist das ja jetzt auch nichts anderes wie, keine Ahnung, Diablo durchgrinden und Special Funde verkaufen. Im Endeffekt, ja, das ist der Punkt. Früher hat es ja bei World of Warcraft diese Farmer gegeben. Ja. Die haben ja dann quasi die Sachen gegen Echtgeld verkauft. Genau, das kannst du bei Steam kannst du das mit den Cards machen, die du Ge verdienst im Spiel für genau, das kannst du auch machen. Herausforderungen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe da teilweise Sachen um wirklich mal 10, 15 € weggekriegt, weil sie so selten waren. Für manche Spiele, Ja. die selber selten waren. Ja, richtig, genau, das kannst du machen. Da Aber kriegst du in dem Fall halt nur das ich Guthaben. krieg's halt als Guthaben, ja. Genau, und da kriegst du halt in dem Fall, das ist halt jetzt der Unterschied, dadurch, dass du das halt wirklich in Echtwährung umwandeln kannst, hast du natürlich damit Ja, Einkommensgenerierungsmöglichkeiten. ja. Ja gut, aber das hast du bei Diablo ja und bei anderen Naja, Spielen, bei also. Diablo, glaube ich, haben sie es abgestellt. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Weil da, glaube ich, bannen sie die mittlerweile. Das weiß ich nicht, aber wenn du. Ja. Also da haben sie es zumindest versucht, in den Griff zu bekommen. Also ich habe schon lange nicht mehr World of Warcraft gespielt, deshalb kann ich dazu jetzt auch nicht viel sagen. Aber das ist halt so die Geschichte. Ich meine, ich finde es nach wie vor, es ist eigentlich sehr, sehr traurig. Weil im Endeffekt, da schneiden ja andere auch mit an der ganzen Geschichte. Im Endeffekt ist es Energie verblasen und damit ein bisschen Geld generiert. Also es ist eigentlich wie meinen. Ja, so in etwa. Ich meine, und damit der, was es halt erfunden hat, verdient halt damit auch mit. Ja. Warum schauen die Also, Spiele so generisch gleich aus? klar, billigste Art und Weise hergestellt. Also das Mavia, schon allein die Webseite schaut genauso gleich aus wie Nifty Islands. Klar, das ist, ich meine, mit das nicht einmal, ich weiß nicht, kann sogar sein, dass das alles von der gleichen Firma kommt. Die Figuren schauen gleich aus. Was vor Firma macht das? Skyrise Studios. Noch nie gehört.
Nifty Island LLC, okay, keine Ahnung. Also Iggy, bleib bitte jeden Anti, bitte greift's den ganzen Schwachsinn nicht an. Ja. Und fang's bitte nicht an, da wirklich irgendeinen Cent reinzustecken. Also käm's nicht einmal auf die Idee, also das ist komplett sinnlos. Der Artikel ist noch da, übrigens. Okay. Das war da wichtig. Ich habe gesagt, ich werde immer wieder zwischendrin darüber berichten. Also bis jetzt scheint die, ja, warte mal, ist noch irgendein Ding dazu Na, ist gekommen? nichts dazu gekommen. Eine Versionsgeschichte? Na, Nein, oder? na. Okay. Eieiei. Gut, kämen wir zur neuen. Machen wir mal die. Ich würde sagen, du hast auch sicher ein paar AI-Themen, oder? Ja, ich glaube, ich habe ein paar später. Ich glaube, die hauen wir jetzt alle zusammen. Jetzt machen wir einfach eine AI-Ecke und dann das. Eine AI-Ecke. Ja, Hui, hui, dann mal hui, hui. das gleich Warte in mal. Ohren durcharbeiten. Nvidia gibt Gas, legt vor und bringt den nächsten KI-Beschleuniger raus. Blackwell GB200. Doppelt so Ja, das. schnell wie die AMD-Variante und natürlich auch schneller als die Vorgänger von Nvidia. Und AMD wird sich jetzt, so wie es ausschaut, für die nächsten Jahre seiner Machtposition stärken, weil der Beschleuniger schaut ganz danach aus, als würde er KI-Anwendungen mit so viel Speed zu versorgen, dass man nochmal an die nächste Revolutionsstufe erwarten dürfte. Oder sagen wir Evolutionsstufe. Ja, bisher habe ich da jetzt auch nicht viel anders von anderen gesehen dazu. Für Nvidia ist das natürlich, das ist, also, dass sie da mal, dass sie auf das aufgesprungen sind und im Endeffekt ist ja der Style ja einer Grafikkarte ja sehr ähnlich und vorher sind die Grafikkarten teilweise dafür missbraucht worden. Jetzt haben sie es Ja, halt, richtig, richtig. jetzt haben sie es halt speziell noch ein bisschen überarbeitet und optimiert. Für Nvidia ist das, also Nvidia ist da auf einem Weg, da jetzt wirklich keine Konkurrenz Ja, zu haben. ich meine, warten wir mal, ich meine, ich bin, auf was ich jetzt noch gespannt bin, das haben wir eh vorher kurz angeschnitten. Ich bin jetzt einmal auf diese ganzen Geschichten dann, was da mit On-Device noch kommt, sehr gespannt. Also da bei den Nvidia-Karten geht es, das ist ja anders Level. Das ist für Rechenzentren, wirklich direkt für die Anwendungen. Braucht man nicht reden, das ist klar, nur ich weiß bei AI nach wie vor nicht, weil. Wir haben ja die zwei Ansätze schon öfter jetzt gehabt, dass man sagt, auf der einen Seite gibt es den Online, also das heißt Off-Device, das ist so in einer Serverfarm drinnen ist und das quasi übers Internet du das dir holst über die Cloud und das On-Device. Und ich weiß nicht, ob irgendwann alle Firmen noch mit denen einverstanden sein, dass das alles aus fremde Rechenzentren kommt. Die Frage kann ich da ganz einfach beantworten. Hauptsache ist es nicht teuer, das ist günstig und die muss mich nicht selber um die Infrastruktur kümmern. Ja, nein, Also ja. die Sache wird halt irgendwann das sein, du kannst halt nicht alles dahin geben. Aus diverse Oh. Gründe. Ja, natürlich, aber man sieht schon beim Copilot, dass es den meisten Anwendern ziemlich scheißegal ist. Ja, Der das ist Copilot wird mittlerweile automatisch aktiviert, wenn du in einer Microsoft 365 oder Exchange-Umgebung für Business-Netzwerk bist. das ist Läuft richtig, ja. der. Das ist richtig. Und wenn du jetzt in einer Organisation drin ist und selber nicht IT möglich, also nicht selber IT-Administrationsmöglichkeiten hast, kannst du das für dich selber ja nicht einmal deaktivieren.
Ah, da kannst du gar nichts machen. Da bist du quasi, du bist, ha, du bist Co-Pilot. Ja. Das heißt, wenn das in Unternehmensrahmen freigeschalten wird, dann ist es eh schon an sich datenschutzrechtlich und vor allem sicherheitstechnisch ein Desaster. Und Ja. wenn man jetzt so Unternehmen so anschaut, denen ist es wurscht. Ja, ich weiß, aber das wird halt die Frage ist, das, ich meine, das kann ich jetzt selber gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Entweder wir sagen, ja, okay, uns ist das allen wurscht, dann ist halt eigentlich die DSGVO irgendwie ad absurdum geführt. Ja, das. Weil wenn wir sagen, okay, wir hauen sowieso alles jetzt, sagen wir es jetzt blöd gesagt, wir hauen jetzt alles in Microsoft, Nvidia etc. denen in Rochen, dann ist eh wurscht. Und OpenAI, nennen wir es jetzt, nennen wir mal D3. Sage ich, ja, dann haben die halt alle Daten. Ja. Ja, natürlich, das ist jetzt ein Weg, wie es machen könntest. Oder du sagst, naja, na, Moment einmal, das geht so nicht. Was ist die Alternative on device? Die Alternative ist natürlich on-device oder halt dementsprechend super klare Regularien. Ich meine, wo die EU eh was vorgelegt hat. Vorklick. Also es ist zumindest einmal, es ist ja irgendwas einmal passiert. Ja. Weil, aber, weißt du was, ich zeige das jetzt auch kurz vor, weil man das wegen On-Device, ich habe da ein Video reingeben, wo jemand das erklärt, wie du dir mal das, zum Beispiel das Llama 2 Modell selber auf, nein, nicht das, das drunter, wo du dir das, Wo drunter, da kennst ist du die drunter App nichts. Olama? Da steht, warte mal, run your own private AI, das war's. Ah, okay. Spaßpix. Und zwar, kennst du die App Olama? Die heißt einfach Olama. Irgendwas sagt, es sagt mir So. irgendwas, aber. Ja, okay, Olama kannst du runterladen, gibt es für Mac, Windows und Linux. Und dann kannst du dir übers Terminal, da gibt es ein GitHub Repository. Repository, danke. Jetzt wollte ich schon. Respotibori. Jetzt war ich so. Okay. Also es gibt ein GitHub, gibt es auch noch eine Anleitung dazu, aber das Video macht das auch ziemlich gut. Also du kriegst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Kannst du dann zum Beispiel das Llama 2 Modell, das ist das von Meta. Oder? Llama 2 ist von Meta, gell? Ja. Und da kannst du dir unterschiedliche Modelle runterladen. Also du kannst dir das Olama-Modell mit, warte mal, da gibt es jetzt an einerseits, so, es gibt das mit 7 Billionen Parameter, Ja. es gibt das mit 13 Billionen Parameter und es gibt das mit 70 Billionen Parameter. Das kleine Modell hat 3,8 Gigabyte, das mittlere hat 7,3 und das große hat 39 Gigabyte. Ja, das mittlere, Das glaube ich, ist kannst ideal für so gut wie alle Devices. Das mittlere ist so, so habe ich selber ausprobiert, das läuft ganz gut. Da kann er das sogar auf Deutsch antworten nachher, weil beim kleinen versteht er die, aber antwortet auf Englisch. Okay. Und Das hast du was da, dir selber aufgesetzt oder? das ist super einfach. Du machst, du installierst Olama, dann machst du das Terminal auf, schreibst Olama run Llama 2 Doppelpunkt 13b. Dann ladet er das ganze Modell runter und installiert er das. Und dann kannst du im Terminal so wie bei ChatGPT Kommandos eingeben. Und das Video geht sogar noch weiter, wo es dann allerdings komplizierter wird. Der geht dann sogar so weit, dass er das sagt, wie du das anhand deiner eigenen Daten trainieren kannst. Ah, okay. Dann musst du aber natürlich, dann musst du quasi KI-Programmiersprache ein bisschen beherrschen. Okay. Und er erklärt es aber echt gut. Also das ist der Channel, wie heißt der? Network Chuck. Network-Jack. Der erklärt echt komplexe Themen super simpel. Also auch wie du zum Beispiel in der Synology NAS AWS einbinden kannst.
Der bricht es echt super simpel runter. Also das ist Schritt für Schritt, die Videos sind dadurch relativ lang, Ja. aber du erkriegst halt wirklich eine Schritt für Schritt Anleitung. Und du kannst dann Llama 2, also du kannst dann Llama 2 auf dein Notebook rennen lassen. Du merkst natürlich danach, okay, es braucht halt teilweise ein bisschen, kommt drauf an. Du hast einen Vorteil zum Beispiel, Llama 2 liebt Nvidia-Grafikkarten. Da sind wir wieder beim Chip von Nvidia. Ja, Kuda, ja. Ja, genau, die lieben CUDA-Cores. Auf dem M1, M2 oder auf ARM-Prozessoren laufen es auch nicht schlecht. Aber natürlich, du merkst, das ist ein Unterschied. Und das wäre halt zum Beispiel jetzt auch eine andere Geschichte, wenn du jetzt Dateien einbinden willst. Ja. Dann hast du natürlich ein bisschen Arbeit. Aber ich finde das einen echt interessanten Ansatz, weil natürlich diese Info verlässt niemals dein Gerät. Und Ja, wenn du. aber das ist ja genau das, wo jetzt Apple will in die Richtung. Also was es in Genau. die Richtung Also. wollen sie? Die wollen ja die Large Language Models oder Reduced Genau. Large Language Models on Device bringen. Weil er geht als Beispiel auch davon aus, dass das in Zukunft ein größerer Trend werden wird. Bei Apple definitiv. Ich Ob du jetzt glaube. 7 GB auf einer Apple Watch brauchst oder 7 GB auf einem iPhone oder 7 GB auf einem MacBook, ist denen wurscht. Hauptsache Siri funktioniert irgendwann richtig. Genau. Nein, ich sage ja generell, ich schätze, dass das für Firmen durchaus relevanter wird. Naja. Ja, weil, ich meine, nehmen wir jetzt ein simples Beispiel. Du würdest jetzt ja, wenn du deine Daten verwenden möchtest und sagst, okay, ich hätte gerne eine KI, die mit all meinen Daten arbeiten kann, dann möchte ich ja das nicht unbedingt in der Cloud drin haben. Na. Weil da sage ich schlussendlich, kann ich ja sagen, was weiß ich gebe da jetzt meine kompletten Finanzen offen und das möchte ich ja nicht, dass das jetzt OpenAI komplett, dass die da Zugriff drauf haben. Also das war mir dann schon recht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich frage, keine Ahnung, irgendwas zu meinem Jahresabschluss 2017 oder 2018, dass das auf meinem Rechner bleibt dann bitte. Ja. Ja. Und das wäre dann natürlich praktisch. Und das, so meine ich das nachher mit, das, was ihr Copilot eigentlich jetzt über die Cloud macht, wäre halt super, wenn das alles on Device laufen würde. Ja, das wäre natürlich der Hammer, aber Ich Microsoft weiß wird schon, sich noch Trainingsdaten entgehen lassen, um den Service noch weiter zu optimieren. das ist, man, klar, das ist natürlich die andere Krux, weil du entwickelst dann das Modell nur mal für die individuell weiter. Ja. Natürlich, du passest es halt an deine Bedürfnisse an. Ja, sicher. Weil die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit braucht man, alles was im Internet ist, holen sich diese Modelle ja sowieso. Ja. Und du kannst ja über das Olama, du kannst ja die neuere Version dann runterladen immer. Das heißt, dann gleicht er nur die neuen Daten ab und die alten lässt er unverändert. Also, kann ich mal so zum Umspielen, kann ich da empfehlen, macht Spaß. Ist im Endeffekt aber jetzt quasi so ChatGPT Llama 2 ist das, ist das Large Sprachmodell. Language Model von Meta. Also das ist auch das, was auf der Meta Raven läuft. Ja. Oder auf der, das auf die, wie heißen die Meta oder die Raven Smart Glasses. Also das basiert alles auf Llama 2. Es gibt da noch andere, das ist aber da alles aufgelistet. Du kannst P2 haben, du kannst Neural Chat haben, du kannst Gemma haben. Da gibt es halt, Ja, ja. es gibt ja wohl ein paar Modelle, ja. Du kannst ja Llama 2 uncensored haben. Das würde ich nehmen, ja. Ja, das gibt es aber leider als 7 Billionen Datenmodell. Das ist das mittlere, oder? Das ist Kleinste. Ah, okay, scheiße. Also das Mittlere ist schon das, was ich empfehlen würde. Ich meine, mich dazu mal sogar reizen, das Große zu installieren. Leider 39 GB finde ich dann ein bisschen viel. Ja, probieren kann man es ja mal. Probieren kann man mal alles. Ja, das ist Ja. das Einzige, was natürlich sofort da merkst, du musst halt, es ist halt nicht einsteigerfreundlich, weil du musst halt schon ein bisschen Code da reinkopieren, zumindest. Ja. Zumindest die Befehle fürs Terminal halt für die Shell Ja, Copy-Pasten. du brauchst nur am Anfang, damit das Modell zum Starten Ja. kriegst.
Also, weil Olama macht es das so einfach, du klickst die App an, sie startet und dann ist über ein Terminal, musst A-Kommando, A-Code-Zeile reinkopieren. Und das ist Olama Run Llama 2. Man, okay, ist jetzt natürlich nicht schlimm, aber ist halt nicht so einsteigerfreundlich wie ChatGPT. Was man im Browser aufmacht, sich anmeldet und tut. Ja, oder schlimmstenfalls die Handy-App runterladet. Ja. Okay, cool. Danke. Das schauen wir an. Das soll man gedacht, dass dir das gefallen wird. Und was anders dann noch, das Video habe ich dir eh schon geschickt. Das ist dieser Open Interpreter. Der, was jetzt im Endeffekt in die Richtung von den Rabbit Air One geht, halt das Ganze über deinen Rechner laufen lässt. Ja. Also, wo du halt dann wirklich, der hat jetzt halt so ein, was ist denn das, so ein runde, was ist ein rundes Gerät? Schaut aus wie ein Tischtennisball zum Quetschen. Ja, sagen wir so, schau, das wird Tischtennisball, das ist eine ganz gute Beschreibung. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dieser Digital Assistance, die halt dir dann quasi deine kompletten Daten durchwühlen können und dir halt dann Sachen erstellen. Zum Beispiel, sie haben da das klassische Anwendungsbeispiel, sie ist in dem Fall nicht daheim, sie hat diesen Tischtennisball mit und sagt, okay, wie schaut denn mein Terminkalender am, was weiß ich, 9. April aus? Dann sagt das Ding, ja, du hast doch keine Termine. Dann sagt sie, ja, okay, bitte sagen wir denn, was könnt ihr, welches Konzert könnt ihr besuchen? Dann Ja. sucht er da das raus und dann sagt sie, ja, schreib bitte denjenigen oder derjenigen, ob sie Zeit hat und du da hingehen möchtest. Das ist genau der Anwendungsfall, wie ich es von Siri erwarten würde, weil eben genau Siri Zugriff hat auf mein Kalender, auf meine Richtig. Location, weiß genau, was für Wetter ist, wo ich gerade bin, was meine Musikvorlieben sind, und die volle Integration würde ich mir wünschen von einer Siri. Das würde ich mal. Das Ding macht ja auch nichts anders. Das Was schaut da wieder in einen ehrlich Kalender gesagt. und sagt, was ist im Kalender drin. Du, was immer ehrlich gesagt sage, mir ist das auch wurscht, ob das Siri oder sonst was ist. Ich möchte es sogar relativ universell haben. Ja, aber es Weil. soll einfach auf meinem Device die Sachen abrufen, die ich dort habe. Ich will nicht meine Genau. Sachen irgendwo in einen Account in irgendeiner Cloud einsinken, sondern es ist Ja, eh alles richtig. auf mein Gerät. Das wäre der Punkt, das wäre das. Und für mich wäre im Idealfall so, selbst wenn ich einen Mac-Laptop habe und einen Windows-Rechner und ein Android-Smartphone, wäre es einfach geil, wenn es da einen Service gibt, den ich auf alle drei Geräte installiere und der mir dann das quasi datenschutztechnisch auch noch ausgeben kann. Ja. Das wäre dann für mich die Geschichte. Ich meine, ob das jetzt verschlüsselt einmal irgendwo natürlich durch eine Cloud dann durchlaufen muss, ist mir ja noch wurscht. Aber ich möchte halt nicht, dass das generell dann in den Datenmodell drinnen ist. Ja. Um das geht es ja eigentlich. Ich meine, ich habe die Demo da relativ cool gefunden von den Open Interpreter. Ja. Ob das dann in Wirklichkeit das verspricht oder das quasi umsetzt, was da versprochen wird, das weiß ich nicht. Ja. Es schaut halt auf alle Fälle einmal sehr cool aus. Und wie du Definitiv. gesagt hast, das wäre halt der Idealfall, was weiß ich, was für ein Assistent ich dann immer starte. Möchte das halt dann, möchte das halt dann da drin haben. Ja, genau. Irgendwas bimmelt da. Ja, das ist mein, da ruft mich gerade jemand an. Ah, okay. So, ich habe es weggedrückt. Kein Problem, kann schon rangehen. Muss halt Na, muten. jetzt ist Podcast-Zeit. Da kann ich nicht rangehen. Das nenne ich Opferbereitschaft. Na, weißt du, da bin ich in der Zone. In der Sound, okay. Ja, weißt du, ich bereite mich da ja stundenlang auf den Podcast vor zum Aufnehmen. Dann bleiben wir jetzt noch in der Karriere. Ist ja wurscht, wir kennen die Sachen ja schon ein bisschen durchmischen. Ah, schauen wir aber, dass wir einfach bei einem Themenbereich bleiben. Ich ziehe gleich zwar von meinen Lesepicks vor, nämlich. Nein, warte mal. Ich würde sagen, Nein, gehen nein, wir jetzt, nein, weil. nein, nein, ich würde gerne das KI-Zeug einfach ein bisschen zusammenhalten, weil sonst haben wir es. Ich würde sagen, unsere Kategorien, wie wir sie da in unserem Dokument haben, sind
nicht, dass sie da sind und Vorgaben, aber schauen wir, dass wir schauen wir ein bisschen, dass wir die Themen ein bisschen zusammenzuhören können, weil sonst haben wir über zweieinhalb Stunden verdorben über KI. Das hat sogar Vorteile, das wäre sogar einfacher zum Zusammenschneiden. Vielleicht auch, ja, für die nachher als... Das stimmt, danke, das ist gar keine blöde Idee. Nein, würde ich nämlich gleich zwei Lesepicks nämlich vorziehen. Auf Heise Online haben sie einen Stephen Wolfram, hat da... Wolfram Alpha. Ja, und Mathematiker eben, also der ist schon eine Koryphäe, was Algorithmen, Mathematik und Datenverarbeitung angeht. Und der schreibt auch ein bisschen so über die Rolle der KI in der Forschung. Und es ist einerseits sehr technisch, aber andererseits auch sehr gut illustriert, dass man ein bisschen versteht, wohin er will oder was er mit manchen Sachen meint. Also vor allem der zweite Artikel, da hat er besprochen, ob die KI bei Lösungsfindungen Unterstützung bieten könnte. Und er skizzierte sehr schön in ein Mehrwegsystem, wie man halt dann zum Ergebnis kommt und wo und in welchen Bereichen da künstliche Intelligenz möglicherweise ein bisschen Abkürzungen machen könnte. Also es heißt nicht, dass die Forschung sich komplett auf KI verlassen wird können. Das heißt, du kannst nicht einfach deine Daten reinschmeißen und hoffen, dass die KI dir nachher die Weltformel und die Formel des ganzen Lebens ausschmeißt. Sondern aber die KI kann da unterstützend eingreifen, um Sackgassen aufzuzeigen, wo man nicht weiterschauen muss und andere Wege sagen, wo man halt weitergehen kann und ja, wo man halt dann genauer hinschauen sollte. Ich finde das eigentlich nach wie vor, dass KI so ein perfekter Multiplikator ist. Und wenn du 0 reinsteckst, 0 mal 10 bleibt immer 0. Also das ist für mich das, wo ich sage, also das ist KI, lei. Du kannst nicht sagen, ich lasse alles KI machen, weil das wird nicht klappen. Ja. Das siehst du ja schon ein paar simpelste Sachen in ChatGPT. Du musst ja dann auch erklären, was du haben willst. Musst du? Ja, macht's um Welten besser. Ja, okay, stimmt schon. Ja, du musst schon sagen. Also wenn du einfach gleich sagst, nimm mal als Beispiel her, du sagst jetzt an, schreib mir einen Text über Sonnenblumen. Ja, dann wird er dann einen Text über Sonnenblumen schreiben, aber mit dem wirst du nichts anfangen können. Richtig, was soll ich mit denen? Das macht null Sinn. Das heißt, ja, du musst ihn Kontext geben. Was machst du damit? Was willst du? Genau. Was ist der Sinn davon? Wie soll der vielleicht gegliedert sein? Für was möchtest du ihn verwenden? Was brauchst du genau? Brauchst du jetzt was, was ich, keine Ahnung, wie eine Sonnenblume Photosynthese genau betreibt und was weiß ich was? Oder ja, keine Ahnung, ist ja wurscht. Der Unterschied ist, was kannst du aus Sonnenblumenkernen alles machen? Genau, ja. Das macht ja noch einen Unterschied und das ist halt dann, umso komplexer die Thematik wird, umso mehr musst du ihnen halt Infos geben. Ja, genau. Und natürlich, da, was dann ein gutes Beispiel ist, klar, dass du sagst, okay, geh mal einmal den Weg nach und wenn er das sagt, naja, das ist eine Sackgasse, dann weißt du, okay, brauche ich mich nicht mal drum kümmern, weil da ist die KI noch schneller beim Ding ausprobieren. Genau, darum geht es. Also die KI kann da, das heißt nicht, dass man nicht die Sackgasse trotzdem überprüft, ja, aber man kann halt im Vorhinein schon einmal ein paar Sachen möglicherweise ausschließen und tut das halt nur noch stichprobenartig überprüfen, ob da die KI recht gehabt hat oder nicht, keine Ahnung, und konzentriert sich dann halt auf die weiteren Lösungsschritte und auf die weiteren, genau, Möglichkeiten, wo man wo die der Algorithmus dann halt hingeleitet. Genau. Richtig. Ja. Also da wird sicher auch interessant, ist halt auch so eine Sache, die in der Forschung jetzt auch nicht grundlegend was Neues ist, weil
sich Daten basierend auf Algorithmen auswerten zu lassen und Wege vorgeben zu lassen, das hat es früher schon gegeben. Damals hat man es halt einfach Algorithmen genannt und jetzt nennt man es halt künstliche KI. Intelligenz. Das ist richtig. Ja, stimmt schon. Algorithmen und künstliche Intelligenz sind schon unterschiedliche Sachen, aber Ja, im Endeffekt, es wir ist reden nur aber eine immer, Evolution und keine wir reden nur immer Revolution. von Large Language Ja, Models. genau. Also KI gibt es noch nicht. KI gibt es noch nicht. Na, eben, das ist das nächste Jahr. Das ist, ich meine, ich verstehe schon natürlich, es klingt halt viel besser, weil Large Language Model klingt halt eher fad. Lama. Llama, ja, das klingt eher, ja, okay. It really rips the llama's ass. Kennst du es noch? Ja. Was für ein Programm war das? Nee. Ich kenne das, aber was war das? Winamp. Ah It ja, really steht rips ja. the llama's Ah ja, ass. mein Gott, Winamp. Ah, das ist ja schon uralt, ey. Wer Winamp nicht kennt, wir haben es eh, glaube ich, auch in einer von den letzten Sendungen gehabt. Die sind ja eh aufgekauft worden und den Player gibt es immer noch. Aber das war unser Spotify oder Apple Music damals früher. Boah, das ist ja und ICQ. Ja, und ICQ war unser WhatsApp. ICQ war unser WhatsApp. Ja. Allein diese komische Blume, die sich da eingewählt hat. Ja. Und dann immer dieses Oh-oh. Ja, hupfen wir weiter, oder bevor alte Männer vom Krieg sprechen. Vom Krieg der komisch Ja. bedienbaren Apps, sagen wir so. Das ist richtig, ja. Ja. Gut, so. Ich habe Wie jetzt willst gleich ein paar Artikel rot markiert, die haben wir schon besprochen. Dann Ja, das ist käme ich gut. mir auch nicht durcheinander. Das war nett von dir. Bitte gerne. So, und zwar, Jetzt, ich glaube, ich für mache heute haben wir jetzt. die KI-Ecke abgeschlossen, oder? Ja, ich denke schon. Passt. Ich mache jetzt gleich weiter. Und zwar, weil wir letztes Mal geredet haben über E-Autos und die Preise deutscher Hersteller. VW hat jetzt das 20, der 20.000 Euro VW im Elektrobereich rückt näher. Also VW hat den ID.1 angekündigt. Und das soll dann offiziell ein 20.000 Euro Auto werden. Ich glaube, VW erst was, wenn sie es wirklich auf den Markt bringen. Ja, es ist aber so, Skoda. Hat auch Anfrage gestellt, ja. Ja, der was Der Epic. sogar. Ja, danke, du warst sogar da schneller als ich. Ja, weil ich den Namen ziemlich cool finde. Wie heißt der nochmal? Epic. Epiq. Epic, ja. Und da muss man ja sagen, Skoda ist jetzt ein Teil vom VW-Konzern und der startet bei 25.000. Wer hat jetzt VW die Discount-Marke von Volkswagen? Na, ich glaube einfach, dass halt das Ich glaube, der Epic ist größer. da steht, Epic könnte der für die Preise bislang Elektro aus unter 30.000 Euro Ja, Mangelware, soll der und der Preis. Epic ist das Schwestermodell vom ID.2. Also ist ein Genau, bisschen größer, ja, genau, ja. natürlich Skoda hat halt den Vorteil, dass sie dann immer ein bisschen günstiger gewesen. Ja. Nein, im Online, weil mit dem 20.000 Euro E-Auto redest du vom ID.1 und der Epic ist Das eben ist klar, ID.2. also Okay, das ist eine passt, andere ja. Plattform dann natürlich oder halt ein anderes Konzept. Aber man muss sagen, was zumindest da jetzt einmal der Vorteil war, dass die chinesischen Modelle so günstig waren, dass andere jetzt auch nachziehen müssen. Ja, jetzt kommt langsam der Volkswagen-Konzern auch drauf, dass das Volke doch auch gern einfach praktische und günstige Autos hätte und Naja, nicht an 60.000 Euro Passat. das Problem ist, ja, das ist nicht die Mehrheit der Autobesitzerinnen und Besitzer. Das geht sich nicht aus, weil, seien wir uns einfach nochmal, das haben wir eh das letzte Mal schon gehabt, 60.000 Euro für ein Auto ist einfach schweineviel Geld. Und vor allem, wenn man bedenkt, was das Durchschnittsgehalt monatlich ist.
wie soll sich das ausgehen? Genau das ist es. Und jetzt kommt halt VWA langsam drauf. Puh, irgendwann gehen uns die Kunden aus, die eh schon unsere teuren Autos haben. Vor allem, man muss ja auch eine Sache bedenken. Das 60.000-Euro-Auto ist in 5 Jahren nichts mehr wert. Und ob ein 20.000 € Auto in 5 Jahren nichts mehr wert ist oder ein 60.000 € Auto in 5 Jahren nichts mehr wert ist, macht keinen Unterschied. Nur beim Kauf macht es einen Unterschied, es ja. macht einen Unterschied für deine finanzielle Lage, weil du kannst ja theoretisch dreimal das Auto kaufen dann. Dass da nichts mehr wert ist, ja. Richtig. Aber dann hast du wahrscheinlich bis zu deiner Pension Autos gehabt. Ja, genau. Das ist halt der Unterschied. Weil natürlich rein von der Logik her, wenn ich dich jetzt fragen würde, du hättest eine Alternative, dass du zur Arbeit kommst und du müsstest kein Auto besitzen, würdest wahrscheinlich eh wechseln, wenn die ähnlich komfortabel wäre. Würde. Wahrscheinlich sogar, wenn du einen Bus hättest, der alle Viertelstunde fahren würde, von da unten weg, würdest du wahrscheinlich mit dem Bus fahren. Er muss nicht alle Viertelstunde fahren, aber alle 30 bis 45 Minuten. Dann würdest wahrscheinlich eh da schon sagen, ich setze mich im Bus ein. Ja, würde ja wirklich machen, ja. Weil dann sagst du, okay, dann mache ich halt was. Blöd gesagt, und wenn du Switch mitnimmst und auf der Konsole spielst. Ich kann entweder schlafen oder ich klappe mein Notebook auf und check schon davor gleich meine E-Mails. Da bin ich im Zum Büro und Beispiel. spare mir das E-Mail-Checken. Also ja, würde ich machen. Weil du sagst, weil wir wissen es ja alle, Autofahren ist im Endeffekt tote Zeit. Ich habe es mittlerweile so optimiert, dass es für mich zumindest keine tote Zeit ist, da ich interessante Podcasts und Blinkist höre. Zumindest Das lerne ich was schon. dabei. Das eh, aber das könntest du zum Beispiel neben den E-Mails checken auch machen. Ja, das kann ich nicht. Ich kann nicht Podcast hören und arbeiten. Das geht nicht. Ja, mit dem Co-Pilot geht das schon. Nein, das geht leider nicht. Hätte ich gern, dass sich Blinkist bei uns Werbung gekauft hätte, weil jetzt habe ich dir einmal im positiven Sinne erwähnt, dass sie den Dienst nutzt. Jetzt könnten die eigentlich bei uns eine Werbung schalten und wir würden ein bisschen Geld verdienen. Sagen wir so, geh nochmal jetzt kurz auf den Wikipedia-Artikel, dann glaube ich, weißt, warum die bei uns keine Werbung schalten. Ja, was ist da? Ja, die Seite wurde zum sofortigen Löschen vorgeschlagen. Ja, Ich es glaube, hat sich heute noch nichts geändert. Wir halten uns da. Wir halten uns ich seit sage mal fast zwei so, Stunden. ich muss nach wie vor sagen, die Begründung ist relativ schwach. Ich verstehe die Begründung. Spezifische Details zur Rezeption oder Kritik des Podcasts sind nicht verfügbar. Heißt das, wir sollten da einfach unten ein paar Kritiken aus dem iTunes Store hernehmen? Naja, theoretisch, ich könnte jetzt auch auf der Homepage eine eigene Sektion machen, wo ihr Kritik verfasst. Spezifische Details zur Rezeption? Hammer, das ist der kleine Zeitungartikel. Oder Kri Ach so, zur Rezeption und Ja, er stört ganz sich unten. nur an dem Ja, Punkt. genau, ja, das meine ich damit. Das ist der Punkt, wo ich sage, das ist relativ schwach. Das ist dargestellt. Ah, na, er hat uns zitiert. Er hat das spezifische Details, weil es bei uns im Text so drin steht und er sagt, daraus folgend ist es irrelevant. Ja. Das ist witzig. Also sagen wir so, es ist nach wie vor lustig. Ja, aber unser Eindruck begründet das ja eh, dass es ein nischigerer Podcast ist. Ja, richtig. Dargestellte Irrelevanz, das gefällt mir. Das ist Okay, lustig. kommen wir zurück zu die Erde, das ja. Ja, also es ist ja wurscht. Es gibt noch andere, sie haben da in den Artikeln noch schöne andere. Den Fiat 500e gibt es auch um 29.000. Und es tut sich langsam was. Sagen wir einfach, wie es ist. Ja. Langsam. Also es kommt langsam in Fahrt. Es war gestern, glaube ich, oder war das gestern? Es gibt da vom ORF so ein neues Magazin, wo diese ganzen Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten immer so ein Thema bearbeiten.
Warte mal, das suche ich jetzt sogar raus, weil das habe ich sogar echt interessant gefunden. Wie hat's denn Jetzt Kassen? ist warte mal, ich suche das jetzt schnell Wie raus. heißt die DVD beim ORF jetzt? Gibt es nach wie vor DVD, das ist vollkommen wurscht. Leitet die weiter, oder? Ja. Ah, weltweit heißt das Magazin. Warte Aha. mal, ich verlinke es da rein. Okay. Und zwar, da haben sie das Thema halt von unterschiedlichen, also Norwegen ist ja der Vorreiter auf dem Gebiet nach wie vor. Ja. So, ich kopiere das da jetzt rein. Kann man echt empfehlen, war mal so spannend, wie ist das in Amerika, wie ist das in Deutschland und so weiter. Und wo die Probleme liegen, warum das bei manchen nicht, warum das in manchen Ländern besser funktioniert, warum das in manchen gar nicht funktioniert. Haben wir Das in der ist natürlich letzten auch. Sendung besprochen? Ja, es gibt auch das, die haben das so schön aufgeteilt, dass halt viele Vorurteile nach wie vor vorherrschen. Und so weiter. Das Ganze zeigt natürlich drin, dann hat es natürlich auch irgendwas natürlich sehr stark mit Emotionen zu tun, weil das war gerade in Amerika so, die Wellen halt diese blubbernde, knatternde Kiste haben. Weil das ist halt so, es ist auch so in der amerikanischen DNA irgendwo drinnen. So Roadtrip kehrt da dazu und die haben halt viele Motorenwerke früher gehabt oder halt diese ganzen GM, Ford und Ja, die haben halt klar. da gibt es halt ganze Städte, die von quasi dem Verbrenner gelebt haben. Und so ist es halt dann, also es ist sehr, hat mir gefallen, bin ich sogar hängen geblieben. War Zufall, weil ich habe die PS5 eingeschalten gehabt und habe die dann ausgeschalten und dann bin ich unabsichtlich auf den Fernseher gekommen und da war das gerade und da bin ich hängen geblieben. Okay. Okay, cool. Ja, also das war das. Also es tut sich was, sagen wir es einfach so, machen wir es kurz. Und dann mache ich gleich noch das nächste, weil du hast da oben ein paar mehr Themen. Nikon hat jetzt den High-End-Kamerahersteller Red gekauft. Das hast du mir geschickt, gell? Das hast Das habe ich dir du geschickt. mir geschickt, ja. Und zwar eben aus Grund dessen, dass halt Videocontent immer wichtiger wird. Und da hat halt noch Nikon gesagt, ja, okay, dann kauf mal eigentlich. Was, Nvidia oder Nikon? Oder ist Nikon, ne? Ja aber gut, steht's auf. Nvidia kennt sich wahrscheinlich mittlerweile auch leisten. Ja. Ja, also jetzt schreibe ich wirklich Nvidia kauft Red, gell? Mein Gott. So passieren Fehler. Ja. Red macht halt echt geile, fette Kameras. Ich meine, ist es totales High-End-Segment und Aber es teilweise. ist doch High-End-Segment, aber auch für High-End-Segment haben die noch eine extrem breite Preisspanne, sagen wir so. Weil Ja, ich du meine. kriegst die auch in günstig, unter Anführungszeichen. Ja, günstig ist doch halt relativ. Ja, was kostet die günstig? Was kostet der Red? Was kostet der Red 5 oder so? Mal, Naja, ich meine, Red ist vor allem, du musst bei Red aufpassen, du kaufst ja da ein ganzes System. Ja, sicher. Das, weil du mit der Kamera allein ist da nichts getan. Wo waren jetzt der Artikel? Also, die Red Vlog kostet 44.995 Dollar. Ja. Ich rede jetzt nicht von der. Ja, die Komodo wird auch nicht viel billiger sein. Okay, die ist 14.000. Aber die haben schon aber so um 3-4 so ist in der Richtung, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht. Seit wann hat Red was in der Preisklasse? Ja, Das wäre sicher. mir neu. Also das günstigste, wo du bei Red einsteigst, das ist das 6K Komodo-Modell und das ist bei 6.000. Aber das ist nur der Klotz Kamera, da ist noch Ja, nichts mehr brauche ich dabei. noch nicht. Du brauchst nur die Objektive. Ja, okay, dann haben wir Dann brauchst du 6000, ja, stimmt, ja. nur natürlich die im PC dazu, weil du kannst da sonst nicht drauf arbeiten, Ja. weil das ist 6K-Content. Ja, aber Also sagen wir haben da ein Spektrum von 6000 bis 40.000 Euro. brauchen wir jetzt nicht, ich meine, das ist schon klar, aber das ist schon ein relativ Ja, teures System, was du da das ist kaufst. nichts für so nebenbei ein paar Videos machen vom Kind, wie es in der Sandkiste spielt.
Ja, außer du hast zu viel Geld, dann Und kannst du nachher das kannst du machen. es natürlich machen, ja. Das ist schon was für Pros und Semi-Pros, ja. Ja, oder für YouTube-Channels, die erfolgreich sind. Ja. Ob es da brauchst oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ja. Da würde auch also günstigere Sony oder sowas auch ausreichen, wahrscheinlich, ja. Ja, ich meine, natürlich, weißt du, wenn du dabei bist, kaufst du halt das ganze System. Ja. Na, eh. Aber wie gesagt, da wird wahrscheinlich alles auch günstig. Also zum Beispiel, Vlog von Sony. wo halt diese Kameras extremen Einsatzzweck haben, ist zum Beispiel Guardians of the Galaxy oder sowas, weil die Kameras so kompakt sind für das, was die können. Das heißt, die kannst du halt wirklich super einfach für Szenen verwenden, wo du halt mit normale herkömmliche Kameras ein riesengroßes Drum auf deiner Schulter tragst. Das stimmt, ja, stimmt, es stimmt, ja. Das ist halt genau das, wo halt Red einfach extrem wichtig ist. Es ist ganz witzig, dass da eben Artikel eben auch drin steht. An das kann ich mich noch erinnern, dass Red damals ja Nikon verklagt hat, weil sie gesagt haben, dass Nikon Patente von Red verletzt. Ja, da hat halt Nikon dann gesagt, okay, Okay, dann kauf mal ich. dann kauf mal und sollte ist ja, kauf mal, ich halt, ist ja wurscht. Dann verklagst ihr uns nämlich nicht mehr lang. Ja, ich weiß, natürlich ist immer Arsch, wenn ein Großer an Kleinen oder sowas schluckt. Das sind aber prinzipiell, würde ich sagen, das sind jetzt operierende Borde in unterschiedlichen Bereichen. Nikon hat sich das jetzt einverleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf Dauer gut ist oder schlecht ist für Red. Ich kann ich nicht sagen. Nikon macht nicht den Weißt was? Eindruck, als würden die einfach kaufen und etwas zumachen. Na, ich glaube, Nikon wird wahrscheinlich diesen Zwang verspürt haben, weil Sony deckt ja Fotografie und Video extrem gut Genau, ab. genau. Und Und jetzt hat Nikon auch sowas im im Video, Petto. ja, weil Nikon war nicht, also so, mein sozusagen meine laienhafte Herangehensweise. Mir war neu, dass Nikon bisher im Videobereich irgendwas Gescheites gehabt hätte. Also so im Semi-Pro- oder Profibereich würde mir jetzt da auf die Schnelle auch nichts einfallen. Na. Und Und dasselbe aber auch bei Canon. das wird halt genau der Grund gewesen sein, warum Nikon jetzt gesagt hat, okay, da müssen wir was tun, weil in den Kamera- oder in den Fotografiebereich, ja, mit diesen reinen Profikameras, da weißt du halt genau, wie abgesteckt deine Zielgruppe ist. Und da hast du halt jetzt die ganze Bandbreite dann natürlich. Okay, Und du wohl. kaufst da halt das Know-how einfach zu, weil das ist bei Red halt vorhanden. Ja. Obwohl Canon hat schon, ja. Cinema-Kameras. Canon kann ich jetzt gar nichts sagen, ich kenne die Marke zu wenig. Canon Cinema EOS. Die haben schon. Okay, das sind aber Riesenteile im Vergleich zu einer Red, ja. Ja, Okay, und da wird halt in da ist es objektiv drauf. Okay, ja, gut. ja, und da wird halt noch Nikon gesagt haben, ja, okay, da werden wir was tun müssen. Und das war wahrscheinlich in Summe die einfachste Möglichkeit. Ja, gut, in dem Bereich Video kenne ich mich da einfach zu wenig aus. Also ich weiß, Sony, ja, beziehungsweise die Spiegellosen von Sony kann man mittlerweile sehr perfekt nutzen für als Semi-Pro. Ich Ja, ich weiß meine, du nicht, wie es im kannst. Pro-Bereich ist, aber zumindest in die Vollformat-Spiegellosen kannst du Ich meine, von Sony super nutzen. du kennst da jemand, der professionell mit Sonys arbeitet. Stimmt, ja, stimmt. Ah, ja, Ja, genau. also das geht schon. Ja. Also das ist jetzt da schon machbar. Also Mhm. die sind, vor allem die haben halt auch das. Die sind halt super performant, sind halt super klein. Und ja, dann halt das mit den Autofokus mittlerweile, ja, das ist schon, die kennen schon was. EOS C70 hast du so eine Kamera von Canon. Ja, so, ich muss mir jetzt einmal schneller Wasser holen. Macht das. Passt. Ja, in der Zwischenzeit.
Ja, ich. Sollte mal Wasser holen. Ja, ich weiß nicht, ich will eigentlich da jetzt nicht allein lassen. Nutzen wir einfach die Gelegenheit. Eigentlich müsste ja kacken gehen, aber. Ach, so lange wird die Sendung nicht mehr dauern. Nutzen wir die Klasse und nehmen wir wieder mal einen Zufallsartikel aus der Wikipedia. Zufälliger Artikel. Erwin Sander, geboren am 5. März 1892 in Berlin-Neukölln, gestorben 7. Dezember 1962 in Bamberg, war ein deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, das wird jetzt eher. Ja, wurscht. Sander trat am 1. Oktober 1910 als Fahnenjunker. Was ist denn ein Fahnenjunker? Der Fahnenjunker ist ein militärischer Dienstgrad der Bundeswehr und früherer deutscher Streitkräfte. In diesem war Fahnenjunker auch die Sammelbezeichnung für mehrere Offizieranwärterdienstgrade. Unteroffiziere ohne Portepee, Fahnenjunker. Der Dienstgrad Fahnenjunker wird durch den Bundespräsidenten mit der Anordnung des Bundespräsidenten über die Dienstgradbezeichnung und die Uniform der Soldaten auf Grundlage des Soldatengesetzes festgelegt. Ich weiß nicht, was ist jetzt ein Fahnenjunker? Anhören tut sich, das war das ein Rekrut. In der U Bundeswehr ist der Fahnenjunker ein Unteroffiziersdienstgrad, der gemäß der zentralen Dienstvorschrift, natürlich haben die Deutschen wohl Dienstgrade und Dienstvorschriften, bla bla bla, zur Dienstgradgruppe der Unteroffiziere ohne Portepee zählt. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Dienstgradgruppe der Unteroffiziere ohne Portepee können Fahnenjunker auf Grundlage bla 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 innerhalb der dort gesetzten Grenzen Soldaten der Dienstgradgruppe Mannschaften Befehle erteilen. Aha. Jedenfalls zurück zum Erwin Sander. Nach Kriegsende wechselte Sander in Bo den Polizeidienst. Ja, natürlich. Achso, noch im Ersten Weltkrieg, okay. Hallo! Was? Nix. Sehen wir beim nächsten Thema. Was hast du mit dem Ersten Weltkrieg gerade erzählt? Nix. Ich habe über Erwin Sander gesprochen. Erwin Sander. Sander, ja. Wer ist das? Erfahrenen Junker im Ersten Weltkrieg. Ja, du hast einen zufälligen Wikipedia-Artikel ausgewählt. Natürlich, irgendwie muss ich die Zeit überbrücken. Aha, okay, ich mach, du holst da Wasser. Ja, ich habe mir zuerst gedacht, ob ich mir Wasser holen und mir erleichter, aber ich habe mir gedacht, das dauert eh nicht mehr lang. Da die einmal Stunden. Ja. Gut, so, bitte. Ich bin bei Tiefgraben. Tiefgraben. Ja, dann graben wir mal tief. In den Untiefen. Und die Zwerge haben wieder zu tief gegraben. Was? Die Minen von Moria. Ah, also. Na, ein neues Startup, natürlich, ein neues Startup will Energie aus der Tiefe gewinnen. Wir wissen ja, da unten ist recht warm und da ist ziemlich was los. Und will es jetzt wissen und die tiefste Bohrung der Welt, die ist bei 12 Kilometer, jetzt nochmal überbieten und 20 Kilometer tief bohren und damit Wärme aus dem Erdinneren gewinnen. Ja, Not macht erfinderisch, ich bin nochmal gespannt. Allerdings bin ich auch gespannt, ob sich so einfach 20 Kilometer tief graben lässt, weil ich glaube, Also, auch die 12 Kilometer waren nicht so. ich habe jetzt vorweg einfach ein paar Fragen. Ja. Und zwar, diese Tiefenbohrung, die kannst du jetzt schon bei jedem Haus realisieren. Die sind ja bei weitem nicht so tief. Na. Für was muss die so tief sein? Ich glaube, da geht es eher darum, die Dass man ganz. das tiefste Loch gebohrt hat. Naja, du, bei
Die Tiefenbohrung fürs Haus, für daheim, das ist so Erdwärmepumpe. Das ist ja das Ja, Konzept. Du richtig. grabst Ja, ein paar richtig. Meter in die Tiefe und Und warm. durch den da gewonnenen Temperaturunterschied, ich Na, glaube, warm. 10 Meter oder sowas, oder? 10, 15 Meter, glaube ich Naja, ich jetzt. glaube, warte mal. Nein, nein, ich glaube, das muss ich den Schwager fragen. Der hat nämlich genau sowas vor. Tiefenbohrung, Erdwärme. Das finden wir ja raus, das ist ja wurscht. Ja. Ich glaube, gar viel weiter darfst du dann wieder nicht runtergraben, weil es gehört dann nicht mehr dir. Die Tiefe liegt an einer Rede zwischen 50 und 150 Ah, Meter. 15 und 150 Meter, okay. So, jetzt lassen wir das jetzt einmal in Relation Ja, setzen. ja, ja, ja. 50 bis 150 Meter, die rechnen von 20 Kilometer. Da geht es aber jetzt auch um mehr Energie zu winden, sondern im Terawattbereich und nicht ein paar Kilowatt für daheim. Ja, so, jetzt ist da trotzdem die Frage, was ist einfach, wenn ich an ein paar unterschiedliche Stellen runterbohre. Mir kommt das so, so typisch marketingmäßig vor, ja, okay, wir wollen nochmal das tiefste Loch bohren. Ist tiefste Loch bohren, um da die maximalste Energie auszuholen? Ja, vielleicht. Vor allem, du musst ja diese Wärme aus dieser Tiefe ja irgendwie nach oben bringen. Ach, hat da jemand in Physik nicht aufgepasst? Na, das schon, aber da passiert ja irgendwas dazwischen. Naja, Wärmestärke wohl nach oben. Das schon, aber da ist ja irgendwo, das geht, wie machen sie denn das, dass da nichts verloren geht? In irgendwelche anderen Umwege. Ich habe absolut keine Ahnung. Ihr habt. Also mir ist schon klar, dass Wärme nach oben steigt. Das Problem kennt man schon aus einer Altbauwohnung, dass es oben bei der Decke wärmer ist als unten bei den Fliesen. Nur ich finde, dass der Also natürlich. argumentieren haben sie im Vergleich zu herkömmlichen, also und wie gesagt, Geothermiekraftwerke gibt es ja eh immer mehr und das ist eh. Genau, was du gemeint hast. Da grabt man nicht so tief und hat halt verteilt mehrere Kraftwerke, die halt Energie erzeugen. Ja, ich habe halt eine Wärmepumpe, ja, Ja, genau, ja. aber es gibt ja Geothermiekraftwerke, keine Ahnung, am Stadtrand, die zum Beispiel einen Teil von die Haushalte mit Energie Ja, versorgen. richtig. Genau. Ich meine, es gibt es in Und Island, glaube ich, funktioniert das ja so ähnlich. ja, genau, in Island, ja, ist das halt natürlich, geht das ein bisschen die anders. haben ein bisschen Sonderposition, weil da ist der Boden Ja. generell selber von Alarmbewegung, da muss man nicht einmal bohren, das macht er schon selber. Ja, richtig. Und Also, da geht ich es habe da eher schon ein paar darum, Fragen. je tiefer das man grabt, desto höher ist die Energieausbeute und vielleicht denken Sie mit 20 Kilometer, das ist so ein Sweet Spot. 10-mal mehr Energie. Vor allem, ich lese da unten zum Schluss, Mikrowellen sollen Gestein verdampfen. Ja. Es ist eine eigens entwickelte Technologie für die Bohrung in extremen Tiefen. Gut gerüstet, dabei soll das Gestein mit Hilfe von Hochleistungsmikrowellen im Millimeterbereich verdampft statt zerstoßen werden. Das klingt für mich eher nach ein Kriegsspielzeug. Also. Das ist für mich, ich erinnere mich daran, ja, Elon Musk baut den Hyperloop. Oder er bohrt einen Tunnel unter der Stadt. Ja. Also, das hat für mich, ich meine, keine Ich Ahnung, habe okay, keine Ahnung. Also, ich habe von dem Unternehmen davon noch nie was gehört. Ich ließ mir ja gern so eine alternativen Medien, haha, wollte ich gerade sagen, was dass so weißt du jetzt alternative eigentlich? Formen für Energiegewinnung, ließ ja gern durch. Ich habe von denen noch nie was gehört. Ich Weißt du, was da glaube, jetzt? bei normalen Geothermiebohrungen, da braucht man ja höchstens 10, 1, 2 Kilometer oder sowas. Obi. Und Ja, das ist. das. Weißt du, was ich da jetzt gern hätte? Ich hätte jetzt wirklich gern einen Physiker, den ich da gern fragen würde. Ich hätte gern jetzt a Paper, wo sie das wirklich ausgearbeitet haben und einmal auf zwei. Na, ich hätte jetzt wirklich gern einen Physiker, der mir das einordnen kann. Ja. Kenne mir zufällig irgendeinen Physiker. Wir kennen keine Menschen, also was erwartest du? Nein. Okay, es ist irgendwie, haben sie da was mit dem MIT zusammen? Irgendein Paper dazu finde ich aber jetzt auf die Schnelle. Trotzdem, ich würde mir das echt gerne mal im Detail durchlesen, ja. Weil ich hab da echt, also ich bin da im Moment skeptisch.
Ja, ich bin nicht direkt skeptisch. Für mich ist schon klar, je tiefer, desto besser. Die Ich bin natürlich wert. Energieausbeute wird deutlich höher sein. Da unten ist halt einfach wärmer. Nur, wir Vor haben allem. jetzt knapp 12 Kilometer oben gebohrt und das ist das tiefste Loch und das war ein Mordsaufwand, also energetischer Mordsaufwand. Ja, das ist allein das, ja, Allein das das, stimmt. es ist energetischer Mordsaufwand, es ist mordskompliziert, man muss das Zeug wegbringen, es dauert lang und die reden jetzt von 20 Kilometern. Naja, vor Also allem, 80% tiefer. es ist 80% tiefer, es ist mit, wenn es mit einer Technologie machen, die vorher noch keiner probiert hat in der Form. Mikrowellenstrahlung. Ja, weil man das bei Nierenstein machen kann, okay, ja. Das heißt nur lange nicht, dass das da unten auch so funktioniert. Ja. Es herrschen unten ganz andere Bedingungen, andere Drücke. Vor allem, es ist ja allein das, du hast ja auch noch einen Punkt angesprochen, es ist ja durchaus schon schwierig, weil im Wohnbereich darfst 50 bis 150 Meter vielleicht gerade und gerade oben bohren. Und Und du willst statt zwei. das auch nur in ausgeschriebenen, also wo es dezidiert erlaubt ist, das zu machen. Das ist nämlich nicht überall erlaubt. Richtig. Und dann willst du jetzt irgendwo sagen, ja du, ich hätte da eine Frage, ich möchte gern 20 Kilometer nach unten bohren. Schauen wir mal. Bis 2030. Achso, na, warte mal. Bis Nein, 2030 ich war glaube, das es in steht gar nichts Deutschland. da. Nein, nein, steht Es gar steht, nichts glaube ich, da. gar Ja. nichts dabei. Also klingt für mich, ja, also klingt nach 2000, Startup. 2028. Ja, klingt nach Startup. Da habe ich übrigens was. 2026 werden sie 100 Megawatt daraus lukrieren. Da habe ich übrigens jetzt sofern, ob das brauchst du ja nicht in die Dinge reintun. Da gibt es das super Buch von Václav Smil, das heißt Invention and Innovation, A Brief History of Hype and Failure. Das ist richtig gut als Beispiel, da ist auch das, der Zeppelin drinnen, der immer wieder aufkommt und der nie funktionieren wird. Ja, habe erst unlängst wieder was gelesen, Ja, dass der richtig, das kommt Zeppelin immer. Übersee reisen ablösen Ja, soll. Man ist halt richtig, statt mit dem richtig. Flugzeug 10 Stunden halt 3 Tage unterwegs. Ja, vor allem die unterschätzen halt immer das Problem vom Helium da schon allein, weil das gibt es gar nicht in der Kapazität, wie wir das da bräuchten Ja. würden. Ja, man kann ja Wasserstoff nehmen, wo soll schon schief gehen? Richtig, dann ist halt Wasserstoff, ja, klar. Also, das sind immer so, und das war witzig bei dem Buch, weil der fängt halt wirklich in der Geschichte super früh an. Das fängt an bei dem Gas, das in Kühlschränke drin ist. Und so weiter. Also das heißt, es geht ziemlich weit hinter und ab beim Verbrenner und beim Katalysator und beim Sprit. Und der schlüsselt das halt so echt super genau auf. Das ist, macht er richtig gut und eigentlich, das erinnert dann so stark dran, wenn man sowas liest. Schreib das ganz, ganz, ganz unten noch dazu. Nachher nehme ich das nämlich noch in die Notizen mit auf. Okay, wenn du das möchtest. Und auch den Link zu deinem zum ORF weltweit. Das ist schon drin. Ah, den hast du schon. Echt? Na. Ja. Wohl. Ist beim E-Auto dabei. Ja, ah, okay. Ja, gut. Stimmt. Ganz unten, dann brauche ich es nicht suchen. Willst du einen Link auch noch Nur haben? ein Link hier. Ja. Oder Also, willst du nur einen Link? na, nicht nur ein Link, sondern nur ein Link hat dazu, bitte, ja. Dann nehme ich das nämlich gleich mit auf. Dann haben wir es vollständig. Tack, 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 tack. Jetzt habe ich die oben geschoben. So, wie schaut es mit unserem Wikipedia-Artikel aus? Ah, er ist weg. Wer der Wikipedia-Artikel? Ja. Ja.
zweifelsfrei fehlende enzyklopädische Relevanz. Ah, okay. Ja, so war das fotografiere ich. Jetzt kann ich eigentlich beweisen, dass ich sagen kann, okay, ich bin enzyklopädisch nicht relevant. Meine lieben Damen und Herren, 2 Stunden 22 hat es gedauert, bis wir für irrelevant erklärt wurden. Ah, ist gut. Nicht schlecht, ich habe mir gedacht, das geht schneller. Ja, das hat man nachprüfen müssen. Die haben nachgelassen in der deutschen Wikipedia. Gut, vielleicht hat uns die Nachtstunde etwas rausgerissen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Nächste Woche probieren wir es bei der englischen Wikipedia. Vielleicht sind die. Achso, ja, stimmt. Aber. Hypothetisch, was wäre jetzt, wenn uns die englischsprachige Wikipedia akzeptieren würde? Dann müsste uns eigentlich die deutsche annehmen. Nein, ja, vielleicht, möglicherweise. Zumindest in der Englischen sind wir nachher für enzyklopädisch relevant erklärt worden. Ja, und dann kann man das sagen. Die Begründung ist, wir seien in der Englischen als enzyklopädisch relevant. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ja, genau. Ja, da gibt's einen recht langen Artikel zur enzyklopädischen Relevanz. Kannst du mal durchschauen. Vielleicht müssen wir da ein bisschen umschreiben, dass wir. Natürlich, wir schreiben jetzt alles um, leider ist unser Wikipedia-Eintrag hinter drin. Ja, so, natürlich, du hast unter einem Gesichtspunkt recht. Wenn wir jetzt natürlich bei anderen Artikeln da gute Beiträge liefern würden, dann wären wir wahrscheinlich insgesamt glaubwürdiger. Ich weiß es nicht. Allerdings will ich mir die Arbeit nicht antun. Ja. Also, bei der nächsten Folge, wir probieren es bei der Englischen nach. Gut, kommen wir gleich zum nächsten Artikel, weil wir gerade bei Energie sind. Das habe ich jetzt, will ich gleich kurz drauf verweisen, das ist im ORF Tirol gesehen. Ein Landwirt in Mils will auf seinen Feldern eine Photovoltaikanlage aufstellen. Und zwar will er die so aufstellen, dass die senkrecht stehen. Also dass sich der Acker noch landwirtschaftlich nutzen lässt. Dieser Landwirt bekommt allerdings Gegenwind von Gemeinde und Bauernvertretern. Die Gemeinde sagt, und das habe ich äußerst unterhaltsam gefunden, und wer Mils kennt, wird mir jetzt zustimmen. Die Gemeinde sagt, es verschandelt das Ortsbild. Gut, ich sage jetzt nichts dazu, weil. Und die Landwirtschaftskammer hat gesagt, es wird immer mehr Boden versiegelt. Die Landwirtschaftskammer hat das gesagt. Ja, es wird immer. Es wird immer mehr Boden versiegelt. Also. Das ist in sich ja alles, also das kannst du ja als Witz eins zu eins alles niederschreiben. Naja, mittlerweile kann ich ja Nachrichten aus, die aus Tirol kommen und sich um moderne Themen drehen, generell eher eins zu eins als traurige Realsatire markieren und auflegen. Also, es ist ja jetzt so, also wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, also der wollte auf seiner Fläche, ich meine, was da schon mal der erste Punkt ist, das, was immer das Totschlagargument in jeder Bauordnung ist, ist Ortsbild. Ja. Weil wir haben ja das grandiose System, dass bei uns die erste und letzte Instanz immer die Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist. Mhm. Das ist ja eine Sensation, auf die kann man normal gar nicht kommen. Weil das entspricht für mich eigentlich nicht dem Prinzip Gerechtigkeit. Naja, es ist aber gut für die Bürgermeisterin und für die Bürgermeister, weil die haben dadurch die Möglichkeit, zu nebenher ein bisschen was zu verdienen. Also ich will jetzt da kein irgendwas unterstellen, aber... Ich weiß es nicht, was du da unterstellst, sowas weiß ich nicht. Das wäre mir neu. Also das wäre mir wirklich... Ja, nein, mir wäre es auch neu, dass es korrupte Politiker und Bürgermeister geben natürlich, würde. Natürlich, sowas wäre dann rein hypothetisch möglich. Ja.
Hypothetisch, es macht natürlich Ja, keiner. Also da gehen man wir. muss sich halt gut stellen mit den Leuten, dann hat man ja kein Also, Problem. aber sagen wir mal so, rein vom Durchlaufen der dieser Ding, dieser Ordnung quasi, das, oder dieses Instanzenlaufes, wie man das, glaube ich, juristisch Ja. nennt. Oder was weiß ich. Also ich hab in die Rechtsfächer immer schlecht aufgepasst. Die haben nicht So, fertig dieser studiert. Instanz. Ja. Ja, okay, du hast aber zumindest wahrscheinlich aber besser gelernt als ich ein Ja. bisschen. So, dieser Instanzenlauf ist halt dann so: Ich gehe als erstes kleine Gemeinde, ich gehe zur Bürgermeisterin, zum Bürgermeister. Die sagen, na. Dann gehe ich zur nächsten Instanz, die sagen, ja. Und dann sagt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, na. Ja. So, passt. Für was soll ich die Instanz überhaupt durchlaufen? Es macht keinen Sinn. So. Und das neues andere, ich finde es ja okay. Ja, Österreich hat eine extrem hohe Bodenversiegelung, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Nur der Punkt ist ja, das, wir müssen es ja irgendwie schaffen, komplett aus fossilen Energien rauszukommen. Und natürlich wird sich das, glaube ich, nicht mit allen Dachflächen, die wir haben, wenn wir das mit Photovoltaik zugleistern und auch mit Windding, wir werden wahrscheinlich noch was brauchen dazu. Natürlich, Bodenversiegelung, großes Problem. Es wird für jedes scheiß Kaufhaus werden Hektar Richtig. an Land versiegelt, nur um geschissene SUV-Parkplätze unterzubringen. Das ist vor allem, es ist Aber ja allein hier schon das. geht es um Photovoltaikanlagen, die am Acker senkrecht aufgestellt werden. Ich weiß, das habe ich mitgekriegt. So, dass die landwirtschaftlichen Geräte zwischendrin noch durchfahren können, die Ernte einbringen können. Und das sind Solaranlagen, die Bifazialtechnik nutzen. Das heißt, sie können auch rückstrahlende Energie. Bifaziale Solaranlagen funktionieren so, da wo die Sonne draufstrahlt, hast du maximale Ausbeute, aber auch die Reflexion durch den Boden, die auf die Rückseite draufstrahlt, bringt dann noch ein bisschen was. Ja. Das wäre da auch angedacht gewesen. Das heißt, Versiegelung ist in meinen Augen da absolut kein Argument. Auf dem Acker gehen höchstens ein paar Prozent an Fläche verloren, nämlich da, wo die Teile aufgestellt werden. Der Rest wird normal genutzt. Und Ortsbild, gerade in Mils muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort Ortsbild. Weil das ist ein Vorort von Innsbruck. Da ist Industrie, Warte, da sind Wohnblöcke. Clemens, bevor du dir jetzt in Rage redest, Ja? hol einmal Luft. Da ist Industrie, da sind Wohnblöcke. Es ist kein schöner Ort mit einer wunderbaren Altstadt oder was auch immer. Das ist ein Vorstadt, Vorort von Innsbruck. Man weiß, wie Vororte ausschauen, da ist nichts mehr mit Ortsbild. Natürlich, Vor allem Mils ist eine nette Gegend, es ist eine ruhige Gegend, du kannst da schön wohnen, es ist jetzt nicht so stressig wie in einer Stadt, und aber es ist nichts, was jetzt schützenswert ist, wegen einer senkrecht aufgestellten Photovoltaikanlage. Das stört nicht das Ortsbild. Ich würde eher, ich ja. würde, ich würde, für mich ist eine Gemeinde, die sowas macht, eher, ich würde das eher als positiv sehen. Eine Gemeinde, die sagt, okay, wir machen Ja, das. so, das ist ja bei dir, da bin ich ja auch bei dir mittlerweile, dass ich sage, Aber ich bin ja auch kein rückständiger Nordtiroler. das Problem ist das, wir wären, sagen wir, also jetzt kann man die gleiche Diskussion, kannst du ja auch bei einem Windpark aufmachen. Oh, Der Punkt, Verschwagelung der Landschaft. ja, nein, man muss halt eins bedenken, jetzt kannst du da aussuchen, was ist da lieber, wohnst du lieber neben einem Kohlekraftwerk oder hast du lieber ein paar Windradeln, die halt von der Weide siehst. Kohlekraftwerk haben wir immer schon gemacht. Ja, ich weiß, ist super, das brennt so fein. Ja. Na, und das ist halt das. Wir müssen irgendwo, wird die Energie herkommen müssen, die wir brauchen. Naja, Und die kommt von der Divac. War ja, natürlich, immer schon so. die kommt von der Wir haben immer von der Divac Diva, gekriegt. ja. Das ist halt so der Punkt, wo du sagen musst, und da sage ich da halt ganz ehrlich, da ist mir persönlich ein Windradl, das in der Nacht blinkt, zehnmal lieber Kann ich nicht als schlafen.
Das blinkt da Ja, die ganze Zeit ins Schlafzimmer ein, oder im ja. 5-Sekunden-Takt. Da wäre ich alle 5 Sekunden Richtig. munter. Und wer denkt nur auf die Furcht. Fegle, die da die ganze Zeit Genau, reinfliegt? das ist dann auch das Beste. Da kämen dann bei denen, die sonst jeden Wolf abknallen würden, Ja, genau. da kämen dann die Vögel. Ja, genau. Da kämen dann die Vögel. Es ist so typisch österreichisch. Es ist alles so, wie sagt man, so eine Operette in 700 Akte. Es geht nichts Es normal. geht nichts normal. Nein, ich verstehe nicht, warum ihr Österreicher so seid. Nein, Ich es geht nicht. verstehe es nicht, warum ihr so seid. Warum seid Das ihr ist so das komisch, Gleiche. so Das ist das altvatrisch und Gleiche wie bei dem Rauchverbot. Wie lange das gedauert hat, wie viel es Umwege da gegeben hat, und jetzt sagen eigentlich alle, ja, das ist eh viel besser. ja, es ist sogar die Raucher sagen es. Ja, gut, es gibt ein paar, okay, Es gibt ein paar, die sagen es nicht, ja. ja, Die wäre schon dümmer aber oben, aber. es ist halt immer, es Es braucht ist so 70 Akte. angenehm, dass nirgends mehr geraucht Ja, wird. aber ja, das ist in Österreich, das geht nicht Und anders. Du kannst ich nicht bin normal. ehemaliger Raucher und ich habe beim Ausgehen geraucht und wo ich noch geraucht habe und es war schon Rauchverbot, war es mir auch egal. Also. Ja, also so viel dazu. Aber es ist in Österreich, muss halt alles in Ja, in 700 Akten Österreich ist passieren. es. Es geht. Ich weiß nicht, ich verstehe unser Volk einfach nicht. Keine Ahnung, warum wir so rückständig sind. Und wir sind ja nicht rückständig, keine Ahnung, wir sind ja keine Drittweltnation, wo's eine hohe Analphabetisierungsrate oder sowas gibt. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es so wäre. Ich weiß es nicht. Also es ist. Ich verstehe es nicht, warum sind wir so? Ja, das muss so sein, das geht nicht anders, das gehört dazu. Norweger sind auch konservativ. Das ist auch ein sehr konservatives und sagen wir auch, ohne jetzt den Begriff nationalistisch jetzt, mit zu Naja. negativ zu konnotieren, aber die sind schon sehr patriotische und konservative Menschen in Norwegen. Da Naja. geht's aber auch. Ja, der Punkt ist halt das, die haben halt einfach konsequent. Ich meine, nur dabei, du musst denen ja eins zuerkennen, die haben ja Öl exportiert noch und Ja, nöcher. natürlich. Und Die haben sich dadurch einen gewissen Wohlstand aufgebaut. aber die haben halt Aber gesagt, okay, die schlafen jetzt auch nicht. Die ruhen sich ja auch nicht auf dem aus. die wissen, dass das nicht die Zukunft ist. Ja. Weil es ist jetzt das, es ist eh alles unausweichlich. Das heißt, diese Dinge seien die Zukunft und Ja, fertig. dann Da bauen wir kannst du halt jetzt einfach noch. ein paar Wasserkraftwerke mehr. Ist ja egal, Ja, oder? Bauen wir halt noch ganz viele da haben wir Wasserkraftwerke. schon einen Ausbaugrad bis was weiß ich was. Was willst du denn jetzt noch? Willst du jetzt noch was weiß ich? Geht bei dir irgendwo in der Nähe ein Fluss Ja, vorbei? ganz viele. Da können wir eigentlich alles Ja, zukleistern. sicher, weil das geht da so super. Ja, perfekt. Machen wir mal. Deshalb steht bis jetzt da ja nichts. Ja, jawohl, bei uns stehen einige Kraftwerke. Ja, Auch aber nicht private. von. Ja, ich meine es nicht von der Kellag. Also wenn von der Kellag ansteht, dann hat sich schon gerechnet, weil sonst hätten sie es eher nicht gebaut. Kelag, natürlich. Oben ist ganz große. Ja, klar, ist ganz große natürlich. Wie heißt der Speichersee? Speichersee Zirknitz. Achso, das ist unseres, das ist das von der Gemeinde, glaube ich. Große. Der Ja, große. klar, die Großen seien immer, die seien gebaut, das braucht man nicht reden, das ist klar, weil die sind ein Geschäft. Große Kelag. Ich glaube, das ist ein Kelag-Kraftwerk, der große. Oh, weiß ich gar nicht. Ja, keiner. Es stehen bei uns. Es stehen bei uns einige. Es stehen bei uns. Also unsere Gemeinde hat ja ein eigenes Kraftwerk. Also ein Teil der Gemeinde, das ist die 60er oder sowas. Ein Teil der Gemeinde hängt auf einem eigenen E-Kraftwerk. Also vor allem der Altbestand an Häusern. Es ist keine Neubauten werden zu dem Kraftwerk zugeschlossen, aufgrund von ja, Limitierungen. Du hast halt nur einen gewissen Grad an Energie, den du produzieren kannst. Dann gibt es bei uns eins, zwei, drei, die hat der Bauunternehmer gebaut und verkauft er halt den Strom quasi weiter. Es gibt da schon ein paar, ja. Also geben tut schon. So ist nicht. Ja, Und, da, und, da, und, geben da, tut und es viel. teilweise gibt es ja auch eigene Bauern mit einem eigenen Pacheln, die zum Beispiel auch ihr privates Kraftwerk haben. Aber das ist halt nachher auch schon
quasi über Generationen oder sowas. Da ist halt dann ein Kraftwerk in die 60er gebaut worden. Da wird das Kraftwerk halt heute auch zu Tag immer noch betrieben. Also das gibt es schon noch bei uns. Also es gibt bei uns einige Kleinkraftwerke. Aber natürlich, um jetzt wieder auf das eine Thema zurückzukommen, da geht es darum, einfach senkrechte Photovoltaikanlagen aufzustellen und den Acker trotzdem weiter normal landwirtschaftlich zu nutzen. Ich verstehe es nicht. Aber schau mal, was rauskommt. Wir sind so fucked in Österreich. Das ist. Wir sind echt. Eigentlich könnte man uns abschaffen. Österreich abschaffen heute. Naja. Weil die FPÖ verkauft uns ja eh schon an russische Oligarchen. Warum machen wir es jetzt nicht einfach gleich direkt per Verfassungsbeschluss? Ach so, Verkaufen okay. wir uns einfach. Es ist eh schon wurscht. Uns interessiert eh nichts. Na, kurzer Artikel zur Sphere in Las Vegas und ich hoffe, ich sehe dieses Jahr mal in Angesicht zu Angesicht. Ist leider ein kurzer Artikel, wo es darüber geht, wie viel Speicher das die da benötigen für ein paar Videos. Ein Petabyte, also 1000 Terabyte. Okay. Gell? Also, 16K Film. Da geht schon einiges an Daten drauf. Puh. Es gibt übrigens und das Zeug da jetzt noch geschwind. Es gibt von der Sphere, also von Weitem schaut das richtig geil aus wie ein Riesendisplay, gell? Und das sind ja alles Ja. einzelne LEDs. Ja, richtig. Und das ist ziemlich cool. Wenn man dann zur Bi geht und jetzt habe ich, findet die denn echt den Artikel nicht mehr oder was? LED. Vielleicht sollte ich Google verwenden. Lass. Ja. Ah ja, stimmt. Warum ist der Brave eingestellt? Da gibt es nämlich eine Aufnahme. Ja, ist ja super. Getty Images Foto, oder? Ah, Instagram. Instakrempel. Instagram. Da sieht man, wie dass die eigentlich recht weit das Nonsen, gell? Also so alle, würde jetzt sagen, 10 cm ist ein LED. Was ziemlich cool ist. Und dass das halt nachher aus der Entfernung nachher quasi perfektes Bild gibt, ist natürlich selbstredend, aber die kann man auch wirklich vor Ort einfach so austauschen. Zack, 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 zack. Das ist jetzt keine große Technik. Also. Das ist nicht ein Fernsehdisplay, was draufgebaut worden ist, sondern ein Pixel schaut so aus. Ja, das ist cool. Ja, klar, ich meine, das kennt man vom Fernseher. Umso weiter weg sitzt es. Desto weniger siehst du halt das Pixelgitter. Ja. Ja, und da ist das Pixelgitter halt massive. Ja, klar, ich meine, das Ding ist ja nicht klein. Ja. Da ist ja übrigens sogar ein Kino drin. Ja, genau. 16K Kino. Genau, also du kannst, also wenn du da bist, kannst du natürlich auch das Kino Ich bin bei besuchen. mir überlegen, die Karten sind lösch meine teuer. Was kostet Ja, der irgendwas Quader? bei $200 bist du dabei. Sagen wir es so, es könntest du dir fast überlegen, wenn du schon einmal da bist. Ja, ich habe andere Pläne für mein, falls ich meinen nächsten USA-Trip mache. Aha, du gehst also ins Casino. Na, ich hänge eine Woche dazu und mache noch einen Roadtrip. Um $200 wird sich das nicht Nein, ausgehen. nein. Natürlich nicht. $249 sind so die Tickets für The Sphere Experience with Darren Aronofskys Postcard from Earth. Der Film ist extra für die Sphere gemacht worden. Also, ja. Ist schon eine Ansage, $249. Ja, die müssen den Bau wieder einer bringen. Ja, oh, und $99 geht da. Das ist. Warum? $99? Weil es unter der Weil Woche auf wahrscheinlich einem das. Mittwoch ist um 4:30. Okay, ja. Na, zu den Zahlen. Sie sind mit der Sphere eigentlich jetzt vom Budget her
so, dass sie prinzipiell im Plus ausgestiegen wären im abgelaufenen Geschäftsjahr. Nur haben sie Miese von, glaube ich, 90 Millionen oder 100 Millionen Dollar gemacht, weil zwei Projekte in, weil ein Projekt in London eben Asos aufzubauen. Die wollen das Teil ja weltweit in den coolen Städten aufbauen. Und das Projekt in London ist geplatzt und dadurch ist extrem viel, ja, Geld verpufft, was halt vorher durch mit Consultants und so weiter halt gebraucht worden ist. Ja. Gucken wir mal. Und dann habe ich noch einen Artikel, nämlich der betrifft SD-Karten und ist jetzt so ein bisschen ein Vergleich, die normale SD-HC-Karte und SD-Express, der ein bisschen dicker ist und schneller ist, aber dass die SD-Express halt noch 5 Jahre immer noch nicht geschafft hat, die SD-Karte an sich abzusetzen und die Kamera und die Kamerahersteller jetzt langsam in eine kleine. Du kennst die Compact Flash-Karten, kennst du ja noch? Das waren die Nikon Gräsern. Und da gibt es jetzt CF Express, das ist auch so Compact Flash, ein bisschen kleinere Variante. Und die Kamerahersteller gehen jetzt eher so in die Richtung, weil sich das SD Express, das ist halt größer, weiter, dicker, schneller, sich einfach nicht gescheit durchsetzt. Eben bei Consumer einerseits, dass sie teurere Speicherkarten kaufen wollen würden, als auch bei den Anbietern, die Kameras bauen, weil wenn die Consumer die teure Karten nicht kaufen, warum sollten wir unsere Elektronik nur noch mehr Ja, verkomplizieren? natürlich, natürlich, ja. Und jetzt geht's halt alles ein bisschen eher Richtung CF Express, ja. Mal schauen, bin ja auch gespannt. Ich bin einerseits eh überrascht, dass sich so eine klassische SDHC-Karte und die MicroSD-Karten eigentlich. Da hat sich jetzt in den Ja, letzten gut, Jahren nicht wirklich was getan, abgesehen davon, dass das gut. Speed ein bisschen her geworden ist. MicroSD ist halt in die Smartphones drin. Ja, SD ist halt in die Und Kameras und so weiter drinnen. ja, gut, in diesen in Allerdings dies bist du halt mit dem Speed her limitiert und nachdem jetzt ja. mit den Kameras 4K, 6K, 8K Inhalte kämen, kippst halt mit den Ja, Karten immer wahrscheinlich. noch mit dem Schreiben. Also ich sehe es ja bei meiner Fuji. Wenn ich jetzt 20 Bilder die Sekunde Serienbild mache, die hat selber einen eigenen gebauten RAM, das heißt, sie puffert. Also wenn die Speicherkarten mit dem Schreiben nicht mehr nachgehen, puffert sie. Und ich habe doch eine schnellere SD-Karte gekauft, auch extra dafür. Aber die puffert halt trotzdem noch einer Sekunde oder sagen wir 2 Sekunden ist es vorbei mit 20 Bilder die Sekunde in, keine Ahnung, was habe ich, 25 Megapixel RAW. Ja, das Also ist halt da das. bist du jetzt am Ende der Leistungsgrenze anbelangt, glaube ich, mittlerweile. Problem ist halt einfach das, in diese Modelle werden halt auch immer, das wird halt immer nischiger, das Thema, weil natürlich für die meisten Leute reicht einfach das Smartphone komplett Ja, ich aus. rede jetzt hier nicht nur von Kameras, aber auch Na, sowas nein. wie ein RED. Und ja, RED vielleicht nicht, da ist noch eine SSD drin. Ja, Bei sicher, einem das ist was iPhone, anderes. wenn du im ProRes in 8K aufnehmen willst, dann hängst du eine SSD zu, wie mittlerweile. Geht ja Ja, beim ab die richtig. 15er. Wie richtig, genau. Und ich meine, die SD-Karten sind sicher interessant für Consumer-Produkte, aber ich glaube, womit sich die ein bisschen ins Abseits manövriert haben, ist einfach die Limitierung, dass sie auf Teufel komm raus abwärtskompatibel sein wollten. Und das siehst du halt auf die SD-Karten, die haben genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kontakte. Und die MicroSD oder nein Kontakte und die MicroSD haben 8 Kontakte und das ist wahrscheinlich einfach schon einmal ein limitierender Faktor. Mehr Kontakte, desto besser. Weil paralleler und schneller Ja, klar. und weil die Compact Flash Karten haben immer mehr Pins gehabt, also und das waren einfach die Teile, die was in die Profi-Geräte drin waren auch früher. Also bin ja auch mal gespannt, in welche Richtung das es geht. Also ich erwarte mir da jetzt mal ein bisschen Iteration, dass zumindest ein bisschen
Evolution wird es keine mehr geben bei den SD-Karten, aber zumindest der Revolution war nicht schlecht, weil ich mir halt doch gern in meiner Fuji recht einmal eine Karte reintun würde, die vielleicht mit dem Schreiben einfach nachkommt. Weil 170 Megabyte die Sekunde reichen scheinbar nicht. Na, Nee, na. das ist viel zu wenig. Ja, 20 Bilder in RAW pro Sekunde. Das ist viel zu Keine wenig. Chance. Das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Gut. Aber ja, gut. So, dann mache ich jetzt weiter, oder? Ja, bitteschön. Wir gehen schon wieder Richtung 3 Stunden, wollte ich gleich sagen. Ey. Also Sony arbeitet jetzt oder soll jetzt kommen, man, das ist ein Leak, die neue PlayStation 5 Pro. Die soll anscheinend noch im heurigen Jahr kommen. Also die Grafikleistung soll sich circa verdreifachen. Also von 10 auf 33 Teraflops. Obwohl man halt, ja, man weiß es noch nicht genau. Ich mein, bei einem Sprung von 200% könnte man eigentlich ein PS6 draus machen, oder? Das ist aber, glaube ich, dann, das glaube ich, ist dann aber wieder irgendwo ein bisschen revidiert worden. Also sie gehen von 45% steigert, dann was war da? Da haben sie. Weil ich glaube, andere waren dann gar nicht so Ding, dass ich gesagt habe, puh, ist das überhaupt der Wert? Ja, also die Renderleistung selber ist gleich 45% her. Ja. Okay, ja, dann hast du halt 4K 60 endlich. Ja. Schauen wir mal, das wäre natürlich, ich meine, wahrscheinlich ist das die Intention dahinter. Ja. Ja, sie gehen von, ja, das wahrscheinlich, also ich vermute, dass das genau die Intention ist, dass sie halt sagen, sie schaffen endlich die 60 Frames. Was ich aber allerdings interessant finde, ist, dass sie an einer eigenen Lösung arbeiten, nämlich Machine Learned Upscaling zu machen, also so wie das DLSS Ja. bei Nvidia und das FSR Ja. bei AMD. Das heißt, du kannst theoretisch 1080p Inhalte auf 4K aufskalieren ohne Qualitätsverlust und trotzdem flüssig bleiben. Also Ja, das wäre natürlich super. das war cool. Allerdings, was ich mich frage, also was ich mich in der Richtung jetzt frage, man, sie setzen komplett auf eine AMD APU. Sie Ja. haben a Zen 2 oder Zen 3, ich glaube Zen 2 Generation oder so, sie ist drinnen. Okay. Wenn jetzt eine neue Variante kommt, dann ist es vielleicht a Zen 3 oder Zen 4, irgendwas Neues von AMD halt. Warum nutzen sie nicht gleich Ja. die AMD-Technik? Die Lizenzierungssache wird es hoffentlich nicht sein. Vielleicht gibt es AMD nicht her. Ah. Ja, okay. Das könnte sein, weil das ist ja individueller Chip, den Ja, ja Sony da kriegt dafür. es Das ist ist ein ein Custom Chip. individueller, es ist ein Custom Chip, ja, aber im Prinzip ist es. Ja, Es ist keine Stangenware, es ist spezielle Stangenware, ja, aber ja. vielleicht macht es deshalb AMD nicht, weil sie die Qualität nicht gewährleisten können da mit dem Upscaling. Ja. Irgendwas wird schon sein, weil, oder es ist so teuer, dass AMD so viel verlangen wird dafür. Vielleicht geht es AMD auch darum, dass sie das noch einmal von sich aus selber maintainen müssen, noch einmal über die Gesamtlaufzeit der Das Nutzungszeit der könnte das Konsole sein, her. dass sie sagen, na okay, das interessiert uns Das eigentlich nicht. interessiert uns nicht. Ihr kriegst die Chips eh schon zu einem günstigen Preis. Wir Ja, wollen jetzt da könnte das nicht sein. auch noch die Software maintainen bis zum bitteren Ende. Das zahlt sich für uns Das nicht aus, ja. könnte natürlich auch sein. Ja. Ja, das könnte sogar ein relativ simpler Grund sein. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht.
Ich bin auch mal weg von Konsolen, also von dem her tangiert mir das nicht. Naja. Also wenn ich damals zum Release einer PS5 eine PS5 ergattert hätte, hätte ich jetzt da kein Gaming-PC stehen. Aber es war Naja, es einfach so ist. enervierend und einfach so frech, was Sony da geliefert hat und die Scalper dann gleichzeitig geliefert haben. Gut, für das kann Sony jetzt wenig. Für die Scalper. Nee, das nicht, aber Sony hätte einfach zuerst mal produzieren sollen und nachher verkaufen und nicht. Ja, das ist halt. Man, was natürlich, was man jetzt auch sagen muss mit der PS5 Pro, wenn das jetzt realistisch einordnest, muss ich ja sagen, du kommst dir fast als PS5-Käufer irgendwo veralbert vor. Weil bisher muss ich ja sagen, hat die PS5 eher von den Spielen, die da rauskommen, sein, eher unterperformt. Also, es, ich meine, okay, Final Fantasy VII, das neue, das Rebirth, das war cool. Das gibt es leider auf der PlayStation. Noch. Es gibt's, ist komplett exklusiv, auch der dritte Teil. Wortlaub. Horizon Ja, Zero bitte, Dawn war exklusiv. eine PC-Version kommt, Ja, die ja. kommt später, Ja, das ja. ist fix, aber es wird keine Xbox-Version Ja, geben. okay. Ja. Und die PC-Version kommt bei Square Enix halt auch immer mit Verspätung und meistens ist sie am Anfang ein bisschen Ja. verbuggt. So, der Punkt ist das, ja. Also, das heißt, wenn du das Ding beim Release spielen willst, gibt es nur die PS5. Ja. Ja, also Final Fantasy Rebirth kann ich jedem empfehlen, ist ein super Spiel. Aber ja, das ist halt trotzdem, es waren relativ wenig Highlights dabei auf der Konsole. Man, was natürlich, glaube ich, was sich Sony gesichert hat und was natürlich ein Vorteil wird, GTA 6 kommt zuerst exklusiv für die PlayStation. Und das wird wahrscheinlich mitunter auch der Grund sein, warum ein PS5 Pro wahrscheinlich kommt. Ja, aber die System Seller haben durchwegs gefaltet eigentlich. Sie hat es nicht gegeben. Ja. Also es hat keinen wirklichen Exklusivtitel gegeben, der jetzt so. Ich meine, okay, vielleicht nur Final Fantasy, aber da kenne ich jetzt die Zahlen nicht, deshalb weiß ich es nicht. Aber so wie das früher einmal war, das sagst du ja genau wegen dem kaufe ich mir jetzt eine Konsole. Man, GTA 6 kennt es natürlich werden. Das kann man jetzt nicht ausschließen. Weil für GTA 6 kann ich mir vorstellen, dass sich viele eine PlayStation 5 Pro kaufen werden. Aber ja, das anderes Thema, ich gehe gleich zum nächsten. Der ehemalige Xbox-Chef geht ja sogar so weit, dass er hinterfragt, ob es überhaupt nur dann eine richtig neue Konsolengeneration geben Ja, wird. das Thema, glaube ich, haben wir schon öfters gehabt, aber ich glaube, das kannst du immer mit Ja, es gibt eine nächste Generation beantworten. Ich weiß es nicht. Also Ich bin mir es sicher. ist ja, so, ich würde wahrscheinlich sogar eher sagen, dass der Gaming-PC noch eher Zukunft hat als die Konsolen. Weil du musst ja jetzt eins überlegen, wenn du im Moment so wirklich das meiste aus dem Spielekatalog von alle verfügbaren Dann Spiele brauchst du einen PC. rausholen willst, dann brauchst du einen PC. Da kriegst du prozentual das meiste raus. Ja, du hast halt unterschiedlichste Stores, die hast du da drauf, aber du kriegst alles. Außer Du kriegst. Konsolen-Exclusives. Genau, so das ist das Einzige. Und da, man, es hat ja schon einen Grund. Sony hat Horizon nicht ohne Grund oder Ghost of Tsushima jetzt für einen PC rausgebracht. Weil die werden halt da festgestellt haben, ja, okay, warum sollte man uns das Geld entgehen lassen? Ja, stimmt. Und so die letzte Konsole, die ja das noch irgendwie schafft, diese Exklusivität zu wahren, ist ja Nintendo. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ja. Ja, Nintendo macht das ganz geschickt mit seinem Modell. Ja. Das ist so was Eigenes, aber ja.
Also das heißt, ja, kann man da die Frage stellen? Dann gehe ich weiter zum nächsten Thema. Und zwar Google hat jetzt ein neues Feature. Und zwar, es zeigt da zum Beispiel jetzt Ein- und Ausgänge bei U-Bahn-Stationen etc. dann an. Das heißt, weil die ja ganz woanders sein, die Ein- und Ausgänge, als das ganze, als der ganze, als die U-Bahn-Station. Und das wäre so für mehr Orte kommen, als Beispiel beim Bahnhof oder bei halt gewisse andere Geschichten. Also gerade wenn du ein längeres Gebäude hast, war das ja immer mühsam, wo ist denn jetzt der Ein- und Ausgang? Das stimmt, ja. Und das kommt jetzt. Okay, das ist wirklich tatsächlich hilfreich, ja. Das könnte hilfreich sein, ja. Ja. Oh, und jetzt haben wir nochmal ein E-Auto. Jetzt haben wir nochmal ein E-Auto, und zwar, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gehabt. Und zwar das Xiaomi, den Xiaomi Speed Ultra, der ja sozusagen mit anderen Sportwagen konkurrieren soll. Den sieht man da jetzt in seiner vollen Pracht mit Farben, Innenraum etc. pp. Also da ist jetzt alles drauf. Es Und gibt ein da wird Pro, sogar angekündigt. und dann Max. Ich finde die Genau, es gibt Namensgebung ein Pro. günstig. Ja, Ja. das ist ein bisschen witzig. Es wird da jetzt angegeben, also das heißt, der hat eine schnellere Höchstgeschwindigkeit als der Porsche. Er ist schneller von 0 von 0 auf 100 und so weiter. Oder 0 auf 200, ist jetzt wurscht. Und das Ganze soll dann umgerechnet, das wird weniger als 26.000 Euro kosten. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Und Xiaomi will 200.000 Euro pro Ja, Jahr Umsatz. Ja. passt, okay. Soll ich mir mal einen Reminder setzen für 2026, dass wir das nochmal beleuchten? Setzt da bitte einen Reminder. Na, das wir, warte mal, am 28. März 2024 wird da enthüllt. Also da wird da der Preis enthüllt dann komplett. Also chinesischer Markt 26.000 Euro. Okay, Also kann ich noch es sagen, ist aber wer jetzt so, hinkommt? der Preis ist von Analysten geschätzt. Ja. Also sagen wir so, selbst wenn dieses Auto mit dieser Ausstattung, mit dieser Leistung, wenn das 50.000 Euro kostet, wäre das noch immer im Vergleich ein Schnäppchen. Na. Also bei der nächsten Episode wissen wir es. Ja, na, wirklich. Na. Xiaomi ist langsam meine Augen ab, ist so der Ankündigungsweltmeister. Ankündigen, aber noch an irgendwas Halbgares liefern. Ich bin ja auf die ersten Crash-Tests oder irgendwas gespannt, oder? Na. Ich mache mir nicht einmal Sorgen um den Crash, das traue ich sein alles noch zu. Das ist ja alles noch machbar heutzutage. Aber ja, es wäre schon. Also rein hypothetisch, das würde stimmen. Und die würden das wirklich außerbringen. Da musst du ja fragen, was haben die anderen gemacht? Ja. Also, das wäre dann die Frage. Die wollen 200.000 Stück davon im Jahr produzieren. Wie viel Teslas werden in Brandenburg produziert pro Jahr? Ich habe keine Ahnung. Was wollen die in der Gigafactory produzieren? Was wollen die außerbringen oder in Grünheide? Die Webseite funktioniert nicht, jawohl. Stellenangebote anzeigen. Ja, es interessiert mich. Supervisor, Instandhalter, ein Betrieb. Also ich meine, Tesla hat einmal die Produktion für 2 Wochen gestoppt. Ja, weil es gebrannt hat. Genau.
Ah, Tesla will die Produktion. Da habe ich jetzt was gefunden. Millionen. Tesla will die. Na, warte mal. Tesla will die Das ist von Produktion. 2023. Nein, ich war von Ah, 2024. okay. Tesla stellt seit März 2022 E-Autos her. Das ist vom RBB. Dort arbeiten rund 11.500 Beschäftigte. Tesla will die Produktion in Grünheide von angepeilten 500.000 Autos im Jahr mit dem Ausbau auf 1 Million im Jahr verdoppeln. Ja. Derzeit stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 250.000 Fahrzeuge jährlich her. Also das heißt, wir sind von die 500.000 weit entfernt Ja. und von der Million brauchen wir gar nicht reden, die werden eh nie da gebaut werden. Na, eben weil die Erweiterung sowieso voraussichtlich nicht durchkommen wird. Ja. Also So. Tesla ist bei 250.000. Tesla tut seit 10 Jahren Autos bauen und produzieren. Die Gut, haben die haben natürlich auch ein Handicap. eine maximal optimierte Produktion mittlerweile. Die haben 10 Jahre Erfahrung, die sind maximal optimiert. Ja, aber die Xiaomi haben ein fängt jetzt Handicap. an. Ja, Tesla hat ein Handicap. Ja, Elon Musk. Genau, ja. Aber sagen wir so, ja, es wäre eine gute, ist eine gute Frage. Also wenn das jetzt wirklich stimmt und die machen das, dann muss ich die Dann wirklich musst du dich fragen, fragen, was haben die europäischen Hersteller getan, die letzten. na, was hat jeder andere Hersteller auf der Welt gemacht? Also das musst du dann einfach so hinstellen und sagen, okay, wie geht das? Wenn die aus nix 200.000 Autos pro Jahr produzieren, das heißt Außenstand ein Fünftel von dem, was, glaube ich, BYD macht, 1 Million Autos pro Jahr. Ja, gut, BYD ist einer der größten. Ja, Außenstand außer ein Fünftel. Dann muss ich die fragen, was haben die anderen eigentlich gemacht? Ja, vor allem, wenn dieser Preis auch nur ansatzweise so Ja, stimmen und sollte. lass man auf 50.000 Euro Ja, gehen. eh. Ja. Dann muss ich eigentlich sagen, okay, ich meine, gut, das Problem natürlich, was viele Sportwagenhersteller haben, ist einfach mit den Elektroautos sowieso, dass die halt alle so performant sein. Ja, na, das schon, ja. Das kommt ja da sowieso dazu. Ich meine, eins, was sie auf die Fotos haben, sie haben schöne Farben. Ich finde das Auto generell schön. Also mir gefällt es. Also Das ich finde Auto ist auch sehr schön. es Also ist ein schönes das, Auto, ja. wenn das wirklich so stimmt, ja. Ja, nein, ist ein schönes Auto. Mir gefällt er. Also würde ich mal kaufen. Also es ist halt jetzt nicht praktisch, aber wahrscheinlich. Aber um von A nach B zu kommen, natürlich ganz nett. Aber Ganz nett. ja, mein Vorradl kriege ich halt da in den Kofferraum nicht eine, aber ein paar Kisten Bier gehen sich aus. Das ist natürlich Ja, wichtig. ich bin ja Österreicher. Das ein paar Kisten Bier ist wichtig, ja. Na. Xiaomi glaube ich nichts mehr. Einfach, nennen wir es Einfach nach. einfach nein. Haben wir das letzte Mal auch schon gehabt. Ich glaube Xiaomi einfach nichts mehr. Xiaomi bringt Sachen außer, die auf den ersten Blick nice ausschauen und dann schaust du die Details an und dann siehst du, es ist halbgar, nicht fertig. Oder wird softwaremäßig einfach im Stich gelassen, weil Xiaomi arbeitet nach einem anderen Prinzip. Die hauen einfach Masse aus, bringen ein Nachfolgemodell. Hauen Masse aus, bringen ein Nachfolgemodell. Hauen Masse aus, bringen ein Nachfolgemodell. Das ist ihr Prinzip. Damit machen die Knädel ohne Ende. Und Ja, das ist Xiaomi, ja. Das das ist ist das. Die, na, ich habe da meine Zweifel, ob das überhaupt nur im Ansatz außerhalb von China ankommen wird. ich meine, hypothetisch, sagen wir, die schaffen wirklich diese Zahlen zu bauen, diese Produktionszahlen. Dann müssen sie es außerhalb verkaufen, weil sie einen viel besseren Preis dafür kriegen.
Also das müssen sie dann machen, rein von der Logik her. Okay, nachher nennen wir vielleicht noch ein paar Märkte hinzu, die nicht reguliert, nicht sonderlich stark reguliert sind. Nehmen wir noch vielleicht ein paar andere, nehmen wir vielleicht noch den russischen Markt dazu, nehmen wir vielleicht noch südamerikanische Märkte dazu. In Europa und Nordamerika keine Chance. Xiaomi muss da Auflagen erfüllen. Für Autos, die neu auf dem europäischen Markt verkauft werden, ab Juli gelten Bedingungen schon allein für die Softwareintegrität an sich im Auto. Das heißt, die Software im Auto darf nicht hackbar sein. Also, da gibt es eine eigene. Da habe ich eh hierzu einen Artikel gelesen, dass VW sogar einige Modelle jetzt aus dem Programm nimmt. Weil sie, das sind Modelle, die bauen sie so seit 3 Jahren, so ein Passat und so weiter und so fort. Und die werden jetzt einfach nicht mehr verlängert, die Modelle. Die werden nicht mehr, die kriegen einen Nachfolger, aber die Modellreihe aktuell läuft aus, weil sie die EU-Vorlagen nicht erfüllen können, was die Softwareintegrität angeht. Ja, Weil gut, es viel das. Geld wäre, weil da geht es nicht nur um die Ja. Softwareintegrität vom Auto an sich, sondern auch schon. Im Zuge der Produktion muss das gewährleistet sein, dass da kein Schindluder getrieben wird oder Man in the Middle oder was auch immer. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Xiaomi bei einem angepeilten Preis von 50.000 Euro das auf dem Schirm hat, die europäischen und nordamerikanischen Vorgaben und man kann über die USA schimpfen, wie man will, aber die haben schon auch Regularien. Ja, Dort nein. darf man auch nicht jeden Scheiß verkaufen. Die sind sogar, und das willst du in den USA auch nicht, weil sonst hast du sofort eine Klage am Hals. Ich trau das sogar, Xiaomi, traue ich es sogar zu, dass sie das alles hinbringen. Das ist mir sogar, das sehe ich gar nicht als Problem. Ich glaube einfach eher, dass das, dass diese ganzen, dass diese. Ah, man hat das Auto ja, glaube ich, Sie haben es schon mal gezeigt, aber man hat das halt noch nie in Massenproduktion gesehen. Und ob diese ganzen Variablen, die da angeführt werden, ob die in der Realität auch alle standhalten, das ist einfach, das ist halt die Frage, was ich habe. Ja, das sind Zahlen. Das sind 256, Zahlen. 265 km/h, 0 auf Na, 100. da geht's auch. Stimmt die Reichweite, die sie versprechen? Stimmt der Preis? Schaut das Auto dann in echt so, also ist das dann auch so zusammengebaut oder fliegt man da die Tier aus? Wie sind die Spaltmaße? Ja, gut, das ist noch ein anderes Kapitel. Ich meine, die sind bei Tesla schon furchtbar. Ja. Und Waren furchtbar, mittlerweile ist gut. sind noch immer furchtbar. Na, mittlerweile ist gut. Also, Schaut da Videos zum Cybertruck und das ist ganz ich glaube, lustig. Cybertruck ist nochmal eine unrühmliche Ausnahme, aber Ja, das Remaster vom günstigen Modell, wie heißt da? Sein Einstiegsmodell, da Model 3. Model 3, der ist jetzt neu aufgelegt worden, der hat ja auch Facelift gekriegt. Da soll es gut sein. Also. Ja, ich bin da, es gibt halt generell, dass ich mein Tesla hat da angekündigt, sie wollen jetzt in Zukunft Autos nicht mehr servicieren müssen. Was ja an sich ja eigentlich einen guten Ansatz findet, Ja, wird. wenn man ein Auto baut, wo Verschleißteile auf ein Minimum reduziert werden. Ja, ich glaube leider nicht, dass es realistisch ist, weil Für Tesla ist halt auch Ankündigungsweltmeister. Bremsen wird es nicht funktionieren, aber Als Beispiel. bei Motoren kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Ich meine, mir ist schon klar, warum Tesla auf das verzichten will, weil sie haben kein Werkstattnetz. Ja. Das ist natürlich auch ein Grund und ja, sagen wir so, natürlich kannst du damit da ein paar Kosten ersparen. Aber sagen wir so, im 4. Tag wissen wir mehr. Okay, du wirst uns auf dem Laufenden halten. Eventuell. Eventuell. Gut. Nicht hundertprozentig, aber eventuell. Dann habe ich noch einen Spaßpick. Hurra! Hurra! Nämlich die N64 VR.
Uiuiui. Ah, das habe ich gesehen. Da denke ich mal schon, Alarm beim Lesen hätte ich fast kotzen müssen. Weil. Boah, das in VR spielen. Boah. Ja. Also da ist Motion Sickness vorprogrammiert, nicht, weil, also nicht wegen die Spiele jetzt selber, da sind ja ein paar ganz gute Klassiker Aber die dabei. Auflösung. Boah, ich glaube, da kotzt da wirklich die Seele aus dem Leib. Ja. Ja, natürlich. Also, ein Bastler hat halt, ach Gott, oh Gott, die scheiß Werbung da. Ein Bastler hat halt in Nintendo 64 ein bisschen umgebaut und mit einer Oculus-Brille zusammen zum Laufen gebracht. Mehr braucht man da eigentlich nicht dazu sagen. Man muss sich das eh direkt auf YouTube anschauen. Ist das Video auch direkt verlinkt? Warte mal. Ja, ich glaube wohl. Man muss sich das halt dann direkt auf YouTube anschauen. Also, wie es dann ist und wie es dann ausschaut. Ach, ja, genau. Was wer das ist. Das ist nämlich der, der die Portal-Umsetzung machen wollte für Nintendo 64, der da schon recht weit war. Hätt's auch keines Gesicht, denn damals, wie das letzte Mal das Video geschaut habe, habe ich es. Der hat nämlich Portal für Nintendo 64 noch gebaut und hat dann aber abbrechen müssen, das Projekt. Nachdem Valve ihn gebeten hat, wirklich freundlich. Er hat das selber im Video bestätigt. Sind sehr freundlich auf ihn zugegangen, dass sie nicht garantieren können, dass es mit Nintendo Probleme gibt, wenn er Portal für Nintendo 64 umsetzt. Jedenfalls ist er wurscht. Das ist aber wirklich, das ist sogar, weißt du, was ja das Witzige ist, dass Valve gar nicht einmal das Problem damit gehabt hat, sondern die einfach befürchten, dass Nintendo dann was machen will. Genau, so hat er das halt erklärt, ja. Also Valve ist jetzt da, dass es möglicherweise ein bisschen Copyright oder sowas verletzt, war so nicht einmal das Problem gewesen, weil es als Mod gegolten hätte, wie das Portal Revolution, was ja Mod ist und das so damit hat die Valve kein Problem. Aber die haben eher gesagt, dass er mit Nintendo noch ein Problem kriegen könnte, wenn, ja, ist egal. Für Konsole, die über 20 Jahre alt ist, ja, wurscht. Jedenfalls. Oh, Nintendo ist doch streng. Ich weiß wohl. Jedenfalls hat er halt die Umsetzung gemacht, eben für die Oculus und ja, abgesehen davon, vom Lag, von das bisschen da ist und von der doch sehr grob aufgelösten Grafik, finde ich das eigentlich eine recht witzige Idee, dass es geht und dass es funktioniert. Man darf sich halt keine 60 Frames erwarten, das hat nämlich der Nintendo nie geliefert. Hey, na, mich wundert ja sogar da, dass wenn das Nintendo sieht, dass die da nicht was versuchen. Ja, ich weiß nicht. Ja, Nintendo ist da. Ja, finde ich cool, dass er es gemacht hat, aber. Aber ja, kann man sich anschauen. Es ist überhaupt ein sehr cooler Bastler. Also, der hat schon ein paar coole Projekte gemacht. So viel dazu. Das war jetzt kurz die Spielecke und na so, na jetzt haben wir nochmal ein bisschen Spielecke, nämlich GTA 6. Ja, das hat sich wahrscheinlich erledigt. Da habe ich das mit dem zweiten Trailer gehabt, dass der jetzt sogar relativ zeitig kommen sollte. Aber da ist sogar heute noch was anderes rausgekommen, dass sich GTA 6 Verzögert wird. könnte sich deutlich verzögern. Das weiß noch keiner genau. Es hat da Rockstar Games oder Take-Two hat nichts Offizielles dazu gesagt. Aber könnte sogar sein, dass sich das bis 2026 verschiebt. Tja, wer hätte das gedacht? Schauen wir mal, also keiner dann noch 20, Ende 2025 werden, aber Tja. meine, es wäre schade, aber natürlich besser ein fertiges Spiel releasen als was Unfertiges und Ich glaube, die schaffen es mit GTA 6 ein unfertiges Spiel verspätet zu releasen. ich weiß es nicht. Ich Wie war hoffe es denn es beim nicht. 5er? Das 5er hat problemlos funktioniert. Am PC? Ich
spielst dich nicht am PC. Der bis 5 hat der extremste Performance-Probleme gehabt, ja, auf Ja, die das ist aber, Konsolen. das ist, ja, na, auf die Konsolen war das super Also auf gut. der Xbox damals, auf der 360, glaube ich, erst noch einen ersten oder zweiten Patch, dass es halbwegs gut gegangen Na ist. so, na, auf der, also auf der PlayStation ist das super Ja, gelaufen. was ist nochmal? Was? Kann mich Also, nicht mehr erinnern. das Problem ist natürlich das, PC kommt sowieso verzögert raus, also wahrscheinlich mit ordentlicher Ja. Verzögerung. Und ja, na, also, was, also auf der PlayStation hat GTA 5 sehr problemlos funktioniert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber irgendwas war da damals. Ich hab's damals nicht gleich bei Release gekauft, also, aber irgendwas war da mal, ja. Ja, müssen wir nochmal nachschauen. Also kann ich jetzt nicht behaupten. Ich meine, die PlayStation 3 hat man gemerkt, ist bei GTA 5 war sie halt, ja, war sie schon am Limit. Ja. Also da ist der Lüfter ordentlich Ja. angelaufen. Also nein, ist auf der PlayStation 3 Ja. rauskommen, genau, ja. Und auf der 4er ist es dann sehr problemlos gelaufen. Aber ja, das war das. Also das hat sich selber erledigt. Gut, dann habe ich jetzt noch einen zusätzlichen Lesepick, nämlich die älteste Abbildung angewandter Trigonometrie. Uiuiui. Für die Mathematiker unter uns ein netter Artikel zum Durchlesen. Schon mehr als 1000 Jahre vor Pythagoras wurden in Babylon pythagoreische Tripel in der Landvermessung benutzt. Das zeigt eine Keilschrifttafel. Also, Uiuiui. Archäologie mit Mathematik. Also das heißt, Pythagoras hat plagiiert. Genau. Ja, okay. Dann hast du noch was? Ich habe ein Buch, ja, das ist von Josef H. Reichholf, Das Leben der Eichhörnchen. Ist, wird halt so beschrieben, wie halt so Eichhörnchen leben. Ist aber sehr gemütlich geschrieben, also ist so ein bisschen in Geschichten verpackt. Aber es ist Und quasi eine ja, Universum-Dokumentation in Buchform. Also geht es wirklich um so, Eichhörnchen. ja, so, das trifft es wahrscheinlich echt ganz gut, ja. Ah, okay. Also ist recht, so ist ganz locker zu lesen. Du hast es ein bisschen mit Eichhörnchen, gell? Na. Ja, Das kann ich nicht behaupten. Sind faszinierende Tiere. finde wohl auch nett, aber. Ja, Eichhörnchen und Enten, das Beste. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Eichhörnchen und Enten, das ist das Beste, was Ich es kenne gibt. unseren Chatverlauf, ja, ich weiß. Ja, Eichhörnchen und Enten, das gibt nicht viel Besseres. Ja, Axolotl sind auch noch cool. Oh ja, die sind cool, ja. Ja, und ich meine, natürlich kannst du da mischen, also so Eichhörnchen, da geht natürlich dann, wie heißt's, Waschbären sind auch ganz cool. Oh ja. Und so, ja, da gibt es noch ein paar ganz lustige Gesellen. Okay. Gut. Wer sich mehr über das Leben der Eichhörnchen einverleiben will, das sollte das Buch Das Leben der Eichhörnchen lesen, sagt der Alex. Ja, würde ich empfehlen. Also, man kann nebenbei ein paar Nüsse essen, dann fühlt man sich noch viel mehr in die Story reingezogen. Sehr gut. Dann glaube ich, haben wir es für heute. Ja. Ja, wie lang ist denn jetzt das Ding schon wieder? Also für unsere YouTube-Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuseher und Zuseherinnen werden es knapp 3 Stunden 18 sein. Und unsere Podcast-Hörer werden ein paar Minuten weniger haben, weil unser liebes Auphonic die Äs und Ums und Pausen ein bisschen außer Ah, löscht. deshalb stimmt der Zeitstempel nie zusammen. Ah, wegen deinen Denke ich mal. Sendungsnotizen. Ja, denke ich mal, das stimmt ja alles nicht. Ah, Entschuldigung, Alex, ja, das stimmt alles nicht, ja. Das sitzt schon. Ich denke mir da immer, das ist ja 5 Minuten später Dann erst. schicke ich da den Originalen. Ja, das wäre Ja, super. passt. Danke. Du kannst auch einfach. Telegrammen. Du kannst man einfach telegrammen, das reicht, ja, weil das stimmt überhaupt nie, was zu sagen. Und ich denke mal, bin ich so dumm? Na.
Ich wollte es da ein oder zweimal sagen, aber. Du hast gedacht, nein, zuerst lass es stehen in seiner Ding, Nein, bevor wir antworten. ich habe nachher auch nicht drauf gelacht, hast du es gekriegt. Also, das sind jetzt die 1 zu 1 Notizen, wie ich sie habe. Ah, weil das, weil, richtig, weil fürs Video bräuchte ich die Genau, nämlich, weil das ich ist lade wichtig. jetzt die Notizen zu Auphonic, also die Zeitmarken tue ich zu Auphonic aufladen. Genau, Auphonic ich, tut nachher ja. ein bisschen ausschneiden und pausen und stillen, wenn wir jetzt beide auf dem Klo sind oder Wasser holen oder was Gott was, ist Pause. Das will ich keinem Podcast-Zuhörer zumuten. Und dann dort auf Phonic wieder die Zeitmarken in korrekter Form ausgeben, nachher für die Webseite. Ah, ja, das erklärt es Okay, natürlich. deswegen haben wir jetzt im Podcast-Feed auf YouTube andere Zeitstempel wie im Video-Feed auf YouTube. Das war Dreidochskeit, gell? Yep. Ja, das erklärt es natürlich, weil ich denke mal, da bist, dann schaust du so, dann denkst du, das fängt ja 10 Minuten Ja, später erst an. okay. Also, dann wissen jetzt die Leiter, wie viel mir SMs und Ungefähr 10 Minuten pro runter. Folge. Wir sind ja Ja, es furchtbar. ist echt schlimm. Also wir sind ja. Also, ich würde mir das Video nicht anhören, weil da ist es unzensiert. Das ist halt die Hardcore-Variante. Unzensiert. Das ist halt die Ja. Hardcore-Variante. Ja. Ich meine, Podcast wird erst, du wirst ihn erst heute online stellen, oder? Heute sicher mal, ja. Ja, ist Sonntag, weil dann, weil bis ich das Video habe, dann vergeht da ja noch ein Nein, da gibt bisschen mir ein paar Zeit. Minuten, ist der Frau draußen, ja. Ein paar Minuten ist der draußen. Ah, du haust den heute, du haust den jetzt Im noch Podcast raus. habe ich jetzt noch auf Afonik und nachher ist das eine Viertelstunde erledigt, ja. Eieiei, so schnell bin ich mit dem Muss Video ich nicht. nicht. Die Podcast-Hörer haben immer Vorrang. Obwohl ich eigentlich sagen könnte, das Video, was du mir schickst, das könnt ihr eigentlich eh eins zu eins Kann schon, hochladen. ja. Weil Du musst nichts mehr schneiden, ich bin es. halt nicht ausfällig geworden. Na, das, ich meine, ich muss dann leider die Segmente Oder zumindest rausschneiden, das ist alles. juristisch. Heute Also warst zumindest du. nicht Also, justiziabel. heute warst du so, wie sagt man das, so brav wie schon lange Ja, nicht mehr. ey. Das ist Also, Selbstzensur, nennt man das. du hast dich heute sehr zurückgenommen, auch wie du über Mills Ja. geredet hast. Ich habe daneben gewohnt, also ich weiß, wovon ich sprich. Ja, eh, das macht es vielleicht, das kann ja dazu verleiten, dass man Dinge sagt, die man vielleicht so nicht sagen will. Oder man sagt die Wahrheit. Gut, dann Ja. Hamas und wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns in Zuschauen. und zuschauen, Entschuldigung, zuschauen für unsere Ja. YouTube-Abonnenten und melden uns dann in 2 Wochen Und wieder. als Schlusswort sagen wir noch einmal, wir sein, was sein wir nicht? Nicht relevant. Wir sein enzyklopädisch nicht Sehr relevant. schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Das wäre auf Instagram noch Post, das ist nett. Passt. Alles klar. Passt. Okay, dann Tschüsschen. ciao, ciao.